Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zur ersten Sitzung nach der Sommerpause der Piratenfraktion im Landtag NRW. Es ist wie immer Dienstag, heute mal der 18.08.2015. Wir haben heute eine nicht ganz so volle Tagesordnung. Ich würde vor Eintritt in die Sitzung, das Pad ging ja, glaube ich, gestern schon rum. Ich erläutere ganz kurz, wir hätten zum einen für Top 1 Bericht des Vorstands und der Pressestelle, Top 2 einen Satzungsänderungsantrag vor den anstehenden Vorstandswahlen für eine kleine Fehlerkorrektur. Ja, dann hätten wir als Top 3 die Vorstandswahlen. Dafür bräuchte ich dann noch zwischendurch jemand anderen, der Sitzungsleitung macht, da ich selber als PGF mich wieder aufstellen lassen würde. Dann hätten wir umgestellt Top 4, die Abstimmung über nicht öffentliche Teile aus Zeitersparnisgründen. Top 5, eine weitere Satzungsänderung, die auf der Klausurtagung entstanden war. Dann hätten wir kurz Top 6 die Anträge fürs nächste Plenum und Top 7 die Umlaufbeschlüsse, die wir dann noch aus der Sommerpause hier reinkopieren. Top 8 Sonstiges, sollten wir da noch etwas schaffen, hätten wir noch einiges. Wir haben es jetzt erstmal offen gelassen. Und für den geschlossenen Teil gibt es eine nicht unerhebliche Kleinigkeit, die wir noch vor dem nächsten Plenum beschließen müssen. Da geht es um die Abschiebeanstalt in Büren und das Thema der Betriebsvereinbarung, welches rein intern ist. Gibt es Fragen zu dieser Tagesordnung momentan? Okay, keine. Spricht sich jemand dagegen aus, dass wir so verfahren? Oder hat einen besseren Vorschlag? Dann würde ich ganz kurz den Bericht des Vorstands und der Pressestelle vorziehen. In aller Kürze heute, denke ich mir mal. Ich habe den Wink verstanden. Ja, schönen guten Morgen. Wir haben die Sommerpause genutzt und haben neue Merchandise-Artikel und neue Flyer erstellt. Piraten wirken 3.0, unsere Themen und Erfolge aus dem dritten Jahr im Landtag NRW. Der Flyer liegt nun vor, kann fleißig verteilt werden, werde ich auch gleich nochmal tun, an die, die ihn noch nicht haben, eine nette Leselektüre. Dann waren wir unter anderem in der Sommerpause auf der Gamescom mit einem aus unserer Sicht sehr erfolgreichen Einsatz und tatkräftige Unterstützung von den MDL, die vor Ort waren. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Außerdem haben wir die Sommerpause genutzt und haben ein bisschen Staub gewischt auf unserem Blog, auf unserer Homepage. Die Startseite sieht nun ein bisschen neu aus. Wir werden auch für das kommende Plenum nette Gimmicks noch mit einbauen. Eine Sache, wo wir euch, MDL, gerne darum bitten würden, wäre ein Video für einen Antrag, einen unserer Anträge, vorzubereiten. Und es wäre super, wenn ihr beim Antragsmumble jetzt am Freitagabend bereits festlegen könntet, welcher Antrag das sein soll, sodass dann direkt am Montagmorgen die Produktion mit Jaroslav beginnen kann. Da können wir aber dann zu gegebener Zeit auch noch mal detaillierter drauf eingehen. Was die aktuelle Pressearbeit angeht, ich denke mal, dass heute wahrscheinlich die Vorstandssitzung das Topthema sein wird. Die Vorstandswahl und morgen konzentrieren wir uns auf den HFA mit der Sondersitzung. Das wär's. Vielen Dank, Ingo. Ich greife das kurz auf und möchte sagen, ja, uns liegen immer noch nicht alle Haushaltsentwürfe vor. Ich möchte genau an dieser Stelle betontermaßen die Landesregierung doch mal kurz auffordern, diese endlich beizubringen. Denn ansonsten kann ich mir die kommende Plenarsitzung wahrlich schwer vorstellen, was sachliche Inhalte angeht. Vielen Dank. Seitens der Vorstandsinhalte der gestrigen Sitzung haben wir uns mit den laufenden Bewerbungsverfahren beschäftigt. In den nicht öffentlichen Bereichen auch noch einiges an internen Anträgen aus dem Redmine-System beschäftigt. Und ansonsten halt vor allen Dingen auch ebenfalls die heutige Wahl erstmal angezettelt. Gibt es da Rückfragen, Anmerkungen, Wünsche? Okay, keine. Dann würde ich sagen, vielen Dank. Dann sind wir mit Top 1, dem Bericht des Vorstands und der Pressestelle, durch. Und dann würde ich sagen, Top 2, Satzungsänderung, Zusammensetzung des Vorstands.
Ein Satzungsänderungsantrag. Einleitend, wir brauchen 13 MDL von 19, 12,67 Periode oder 6 Periode, so rum. Die haben wir, wie ich sehe, falls es denn gewünscht ist, dass wir die Satzung eben kurz korrigieren. Es ist eine Korrektur, die entstanden ist auf unserer Klausurtagung vergangenen Donnerstag und Freitag. Ich erläutere es kurz. Die GO des Landtags sieht ja keinen stellvertretenden parlamentarischen stellvertretende parlamentarische Geschäftsführung vor. Von daher würden wir hier einfach eine rein verbale Korrektur vornehmen und sagen, wir haben dann 3 stellvertretende Vorsitzende. Es gab dazu auch die Einholung eines Meinungsbildes, denn es gab noch den Alternativvorschlag eines 3-köpfigen Vorstands. Achtung, hinter dir. Welcher aber, ich habe es einfach nur dann hier nochmal protokolliert, es gab 15 MDL, die gesagt haben, doch, das können wir machen. Von daher würde ich jetzt gerne kurz Paragraph 15 Absatz 1, der Fraktionsvorstand besteht aus dem Fraktionsvorsitzenden, dem parlamentarischen Geschäftsführer sowie 3 gleichberechtigten stellvertretenden Vorsitzenden hier zur Abstimmung stellen. Und wer sich für die Änderung der Satzung in diesem einen Punkt aussprechen kann, der möge dies jetzt per Handzeichen signalisieren. Ich möchte trotzdem bitten, die Hand so lange oben zu halten, dass wir zwar sagen, es ist einstimmig, nichtsdestotrotz möchte ich darum bitten, dass wir protokollarisch alle Namen erfassen, denn dies ist entsprechend geregelt. Ich danke für die Annahme. Somit kommen wir zu Top 3, den Vorstandswahlen. Als erstes steht der geheime Wahlgang des parlamentarischen Geschäftsführers auf der Tagesordnung. Und genau jetzt möchte ich ein anderes MDL darum bitten, die Sitzungsleitung zu übernehmen, da ich selber kandidieren möchte. Wer würde sich dazu bereit erklären? Einen Wahlleiter brauchst du, keinen anderen Sitzungsleiter. Wahlleitung. Wer würde das machen? Ich sehe, Daniel hat genickt, Creon hat genickt. Wollt ihr euch eben schnell einigen? Ich hab zur Not, den technischen Hintergrund habe ich dabei. Wir den Wahlleiter. Genau. Ich glaube, der Olli macht das und muss sich helfen dabei. Der Daniel kann mir eine Wahlordnung besorgen, aber ich habe es hier auch auf dem Handy. Okay, machst du? Creon, ich danke dir. Ja, vielen Dank. Dann haben wir heute die Vorstandswahl durchzuführen. Die Tagesordnung sieht vor, zunächst im geheimen Wahlgang den wichtigsten Posten zu besetzen, nämlich den des parlamentarischen Geschäftsführers. Wir fangen immer mit dem Wichtigsten an. Ne? Und wir haben handhaben wir es so, dass alle hier erstmal Kandidaten sind und jeder für den parlamentarischen Geschäftsführer kandidiert. Aus guter alter Tradition fragen wir aber einmal kurz rum, ob auch jeder, der hier ist, kandidiert. Alle, die nicht da sind, können vorher per Schreiben schriftlich kundtun, dass sie kandidieren. Und wenn Leute, die nicht da sind, also Abgeordnete, die nicht da sind, sich äußern, dann kandidieren sie nicht, weil wir nicht Anwesende plötzlich jetzt hier in den Vorstand wählen sollen. Das wäre sonst immer eine sehr einfache Methode. So, deshalb beginnen wir am besten bei Grumpy und dann einmal rum, ob denn auch wirklich eine Kandidatur ansteht. Grumpy. Vielen Dank, Creon. Ich möchte mich erstmal bei dem Vorstand, wie er bisher bestand, bedanken. Ja, ich habe Fehler gemacht. Ich bin vor allen Dingen sehr dankbar an meine vorangehenden PGF, namentlich Nico und Moni, ebenso an die
stellvertretenden Vorsitzenden, die damals auch schon den PGF mit unter die Arme gegriffen haben. Denn, wie gesagt, auch ich mache Fehler und in der Not eben auf die Schnelle nachfragen zu können, ist äußerst hilfreich. Ich habe eine Menge dazugelernt und ich muss sagen, ich würde gerne noch einmal von euch gewählt werden. Ich kandidiere hiermit. Ich brauche die Gelegenheit, Dinge besser delegieren zu können. Das liegt nämlich zum großen Teil an mir. Sachen abgeben. Ich glaube, das wird Zeit, dass ich das dann jetzt auch lerne und ich vertraue da wirklich auf euch und auch auf die gesamte Belegschaft. Ich weiß, dass einige hinter mir stehen und ich hoffe, es werden noch mehr. Vielen Dank. Vielen Dank, Grumpy. Wir machen dann einfach bei Joachim weiter und gehen dann jetzt durch. Ja, vielen Dank für die Worterteilung, Olli. Ich bin, was diesen Job angeht, absolut talentfrei. Ich kandidiere nicht. Ja, ich habe auch überlegt, ich kandidiere nicht. Ich kandidiere nicht für den Fraktionsgeschäftsführer. Ich auch nicht. Für den parlamentarischen Geschäftsführer. Ich bin einer der üblichen Verdächtigen normalerweise, aber in dem Fall kandidiere ich mal nicht. Ich auch nicht. Ja, ich kandidiere aus dem einfachen Grund, weil ich gesehen habe, dass Grumpy doch schon eine sehr gute Aufbauarbeit geleistet hat, aber ich glaube, dass man noch in der im Informationsmanagement durchaus Luft nach oben hat. Ich glaube, das habe ich gerade die letzten Monate ganz gut bewiesen. Also in meinen Ausschüssen kann sich, glaube ich, niemand darüber beschweren, dass er nicht über alles informiert worden ist, was es gab. Von daher würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mich da unterstützt. Apropos Unterstützung, egal wer gewählt wird, also meine Unterstützung, wenn ich nicht gewählt werde, hat selbstverständlich der Grumpy. Und ich setze einfach voraus, dass das umgekehrt genauso wäre. Danke. Ich kandidiere für diese Position nicht. Ich auch nicht. Ich kandidiere nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Vielen Dank. Es liegt eine schriftliche Bewerbung für den parlamentarischen Geschäftsführer vor. Schriftlich in Textform. Wollte ich gerade sagen, Einschreiben, Rückschein habe ich jetzt vergessen abzuschicken. Nein, nicht von dir. Haben wir noch eine andere? Ach, Verzeihung. Ich sag mal so jetzt, von Hans-Jörg oder so. Nein, von Abwesenden. Nein, von Abwesenden. Verzeihung, weil wir das ja auch mit, also bei mir ist nichts eingegangen. Es ist für den parlamentarischen Geschäftsführer, für einen umzubauenden Vorstand liegt etwas vor, das würde ich dann sagen. Das machen wir dann gleich. Alles klar. Vielen Dank. Gibt es Rückfragen an die Kandidaten, die jetzt kandidieren? Und zwar sind das Grumpy und Toso. Nennen wir mal die richtigen Namen. Ich sehe erstmal keine weiteren Rückfragen. Insofern können wir dann die Kandidatenliste schließen. Ich bitte, die Wahlzettel für uns vorzubereiten. Und dann können wir gleich zur Wahl schreiten. Wir machen jetzt eine kleine Pause, bis die Wahlzettel da sind. Der nächste KVT hat sich ein bisschen verschoben vom 20.09. auf den 7. November, da sich zwei der Kernreferenten abgemeldet hatten.
Ich habe jetzt nochmal Rücksprache gehalten mit einigen Referenten hier. Als Thema wollen wir jetzt nehmen Arbeit, weil das vielfach angefragt worden ist. Dann ein Kernthema in Zusammenarbeit mit unseren Kommunalen machen wir Konnexität. Ganz wichtiges Thema, wird viel nachgefragt. Gerade Anfang November, wo in den Kommunen auch die ganzen Haushalte laufen, ist das für uns sehr, sehr wichtig. Und dann als Abschluss, es war eine Referentenidee, nehme ich gerne auf, als Abendveranstaltung machen wir dann Breitbandausbau in NRW. Ganz wichtige Geschichte. Das ganze KVT wird diesmal nicht ganz so groß wie beim letzten Mal, weil das doch sehr, sehr anstrengend für alle war. Also wir machen keine drei parallelen Slots, wir machen nur zwei überlappende Slots. Und auch das Rahmenprogramm machen wir kleiner. Was wir selbstverständlich weiterhin machen, ist Krypto-Party und wie kann man Kommunikation verschlüsseln und natürlich, wie komme ich an Informationen aus dem Landtag. Der 7. November im Unperfekthaus in Essen. Ne, also das ist jetzt so ein Save Your Date, das genaue Programm kommt dann noch. Noch nur die Wahlleitung, du hast weiterhin die Leitung. Gibt es weitere Veranstaltungshinweise? Das Kommunalvernetzungstreffen. Entschuldigung. Abkühlfee, tut mir leid, aber da schwenken wir alle gerne rein. Ja, gleich die Wahl. Gibt es noch weitere Veranstaltungshinweise? Ich weise auf unsere tolle Anhörung am Freitag hin in der Enquete-Kommission für Finanzierung, Innovation und Nutzung des ÖPNV. Dort werden wir eine super tolle Anhörung haben ab 10 Uhr, die auch im Stream verfolgt werden kann und auch öffentlich hier zum Thema Drittnutzerfinanzierung. Und Drittnutzerfinanzierung, weil der WDR nachfragte, dass Leute, die den ÖPNV nicht direkt nutzen, aber einen Nutzen davon haben, zum Beispiel Geschäftsleute, Arbeitgeber, dass die sich an der Finanzierung beteiligen. Und da wollen wir ganz verschiedene Modelle durchgehen. Moni. Ja, ich habe auch noch zwei Sachen. Das ist zum einen der 30.8., da ist der TDPA. Da ist durchaus noch Luft und Platz frei für Themen. Da würde ich euch darum bitten, nochmal nachzudenken, ob ihr da einen Slot anbieten könnte. Das zweite ist unser Aktionstag Pflege am Boden für den 29.8. Die Flyer sind fast fertig, gehen in Druck und es gibt viel Zustimmung halt von einzelnen Stammtischen, Kommunen und es wäre toll, wenn ihr halt in euren Wahlkreisen das auch nochmal bewerbt und wir werden euch dann jetzt im Laufe der Tage darüber informieren, wie wir das mit der Verteilung der Materialien machen. Aber den Tag könnt ihr euch schon mal gerne freihalten. Simone. Ja, vielen Dank. Ich will auch noch mal kurz anbieten, weil ja nicht alle auf der Klausurtagung anwesend waren. Ich habe letzte Woche einen kleinen Vortrag gehalten auf unserem Stammtisch zu meiner Reise nach Lampedusa und Sizilien. Es ging natürlich um die Flüchtlingssituation dort vor Ort. Wer Interesse hat, dass ich das an einem anderen Stammtisch in einer anderen Stadt noch mal mache, das mache ich sehr gerne. Dann kommt einfach auf mich zu. Vielen Dank. Ja, auch aus der Reihe Veranstaltungshinweise im Landtag Nordrhein-Westfalen. Olli hat mich gerade drauf gebracht, Enquete-Kommission, auch die Enquete-Kommission, in der ich mitarbeiten darf, also die Familienpolitik in Nordrhein-Westfalen, hat am kommenden Montag auf unser Bestreben hin eine öffentliche Anhörung inklusive Livestream und so weiter und so fort. Das wird Montag am 24.8. um 10.30 Uhr hier sein. Es geht im Wesentlichen um das Thema Zeitpolitik im Zusammenhang mit Familienpolitik. Also wer da Interesse, Lust und so weiter hat, Montag 10.30 Uhr. So, ich ernenne jetzt den... Welchen Namen auch immer du nehmen möchtest. Den Unbekannten hier.
zum Wahlleiter und erteilt jetzt uns jeweils nur an die MDLs bitte einen Stift und einen Zettel aus. Stift geht sogar nur beim ersten Mal. So. Bitte haushalten. Wir machen Wahlverfahren durch Zustimmung. Das heißt, jedes Mitglied darf beliebig vielen Kandidaten seine Stimme geben. Ihr habt also in diesem Fall zwei Stimmen, dürft aber einem Kandidaten maximal eine Stimme geben. Ihr dürft Grumpy ankreuzen, ihr dürft Toso ankreuzen, ihr dürft aber beide ankreuzen, ihr dürft keinen ankreuzen. Gewählt ist der Kandidat mit den meisten Stimmen und wenn er die Mehrheit der Anwesenden der Stimmen bekommen hat. Das heißt, wir sind derzeit 13? Ist das richtig? Nee, 14 sind wir. Das heißt, ab 8, wir zählen jetzt vorher einmal durch, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, wie hat sich das so schnell gefüllt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, jetzt komme ich auf 15, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, okay. 16. Okay, das heißt, wir brauchen 9 Stimmen, damit jemand gewählt ist. Richtig? Habe ich richtig gerechnet? So, wir brauchen 9 Stimmen, damit jemand gewählt ist. Sofern kein Kandidat das Mehrheitsquorum erreicht, diese 9 Stimmen, machen wir einen zweiten Wahlgang. Der läuft dann nochmal genauso ab. Sollten beide gleich viele Stimmen haben, machen wir eine schöne Stichwahl. Die Stichwahl wird dann natürlich entsprechend anders und nicht mit Zustimmungswahl durchgeführt. So, das heißt, ich bitte jetzt um eure Kreuze, dann zweimal falten. Macht eure Kreuze mit diesem schönen Kugelschreiber, den ihr zu dem Zettel dazu bekommen habt. Und Eberhard hat da hinten die Urne und sammelt eure Stimmzettel ein. Vielen Dank. Das ist die Urne des Betriebsrats, sie ist immer sauber. To find art, saying it's not fair. Let me tell you something, I can't say I care. Yeah, yesterday's news, I'm a free woman. I found a new groove, and I'm loving living this life. Licking at my heels. Stick the kick in deep, but now you know how it feels.
Cry until you're blue. Let me tell you something. I'm all over you. You're yesterday's news. I'm a free woman. I found a new groove. And I'm loving living this life. I've got a little something for you to remind you of the shit you put me through. Wish I could say the gesture was brand new. As I wave two fingers in a final salute. Ooh, 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 ooh. You're yesterday's news. I'm a free woman. I found a new groove. And I'm loving living this life. Ich bedanke mich sehr bei und allen anderen Helfern. Und wir haben ein Ergebnis. Es gab keine ungültigen Stimmen. Und wir haben insgesamt 8 Stimmen für Toso und 12 Stimmen für Grumpy. Herzlichen Glückwunsch, Grumpy. Lieber Grumpy, nimmst du die Wahl an? Ja, ich nehme die Wahl an und ich nehme auch dankend den Hinweis auf, dass es nur 4 Stimmen Differenz sind und werde das als entsprechenden Ansporn nehmen. Danke. Das heißt, wir sind arbeitsfähig, wir haben einen parlamentarischen Geschäftsführer gewählt. Er hat seinen Staffelstab an sich selber weitergegeben und wir kommen zur nächsten Wahl. Denn es steht noch an, die Wahl des Fraktionsvorsitzenden. Und wir stehen alle wiederum zur Wahl, die anwesend sind. Aber wir gehen jetzt auch noch einmal durch. Und wir beginnen bei Joachim, denn der hat das aktuelle Amt inne. Ja, liebe Fraktion, liebe Mitarbeiter, lieber Landesverband, ich kandidiere nicht. Lasst mir eben kurz die Gelegenheit geben, es wird nicht allzu lang, aber da müsst ihr jetzt durch, das so ein bisschen zu begründen, weil ihr da ja auch ein Recht drauf habt. Zunächst möchte ich aber mal für 3 Jahre und 2 Monate Unterstützung Danke sagen. Und ich fange dabei bei unseren Mitarbeitern an. Die Zuarbeit durch die Mitarbeiter, ich möchte jetzt keinen außer einem gleich namentlich hervorheben, ist über die Wegstrecke kontinuierlich professioneller geworden. Und auch da, wo zwischen mir und dem speziellen Mitarbeiter die Chemie vielleicht nicht so am Anfang gut war, hat sich das im Laufe der Zeit gelegt und man hat professionell zusammengearbeitet. Ich sage einfach danke, ohne euch wären wir keine Fraktion, liebe Mitarbeiter. Hervorheben möchte ich den Ingo und seine professionelle Beratung in Sachen Presse. Der hat mich zu nahezu jedem Team begleitet. Ich schließe den Jens mit ein. Die haben sich abgewechselt. Das ist manchmal eine etwas schwierige Situation, wenn man irgendwo draußen steht und man hat nur einen von der Fraktion dabei, an dem man sich festhalten kann. Und ich habe immer noch Ingos Satz im Ohr: Joachim, kürzere Sätze. Also das ist auch ein Stück Professionalität und ich habe von Ingo eine Menge gelernt und ich glaube, er von mir ein bisschen auch. Dann möchte ich der Fraktion für das insgesamt 3-mal mehrheitlich ausgesprochene Vertrauen danken, dass ich euer Fraktionsvorsitzender sein durfte.
Und ich habe diesen Job verdammt gern gemacht. Und ich glaube, ich habe es gut gespielt. Über weite Strecken gut gespielt. Klar bin ich nicht frei von Fehlern. Stichwort Länge der Sätze ist so ein Beispiel. Aber ich denke, ich habe die Fraktion nach vorne gebracht. Und wir gemeinsam, das ist nicht nur mein Verdienst, haben die Fraktion zusammen aufgebaut. Also danke, liebe MDL. Und einen besonderen Dank, stellvertretend ist heute der Packi hier, möchte ich dem Landesverband gegenüber aussprechen. Ich habe dort nie den Eindruck gehabt, dass man mich nicht unterstützt hätte. Kritik, alles klar, alles ist easy. Streiterei, Fetzerei auf Parteitagen, das gehört dazu, wir sind Piraten. Aber ansonsten haben die immer hinter mir gestanden. Klasse, vielen Dank, Packi. Ich denke, du leitest das weiter. Zur Begründung. Es ist auf dem Bundesparteitag in Würzburg die Parole verabschiedet worden, Neue Horizonte 2017. Sowas wie Aufbruch. Wir sind die Partei des digitalen Wandels, wir sind die Partei der Informations- und Wissensgesellschaft. Davon sind alle Themen berührt, die natürlich damit zu tun haben. In Landtagen und in den Kommunen liegen Themen auf der Straße, die auf den ersten Blick nichts mit Digitalem zu tun haben, die man aber doch damit in Verbindung bringen kann, weil die Veränderungen umgreifend sind. Und ich nach wie vor den Eindruck habe, das wird von der etablierten Politik einfach noch nicht so gesehen. Und wenn man dann so einen Aufbruch hinkriegen will, macht es auch Sinn, das nach außen hin durch ein neues Gesicht zu unterstreichen. Durch eine Neubesetzung des Fraktionsvorsitzes. Das ist der äußere Grund gewesen, warum ich mich entschlossen habe, nicht mehr zu kandidieren, um quasi den Weg für diesen Aufbruch freizumachen. Gleichzeitig bin ich aber selber Teil dieses Aufbruchs. Und ich bin speziell im letzten halben Jahr, einige von euch haben das gemerkt, wir reden ja miteinander, auch ein bisschen unglücklich gewesen, weil ich habe nur nicht nur das Talent, irgendwie mit den Medien was machen zu können oder das Gesicht nach außen darzustellen oder meine Haushaltsrede zu halten. Ich bin auch derjenige, der gerne konzeptionell arbeitet. Wie ihr wisst, ich habe am Pfingstsamstag mit einigen wenigen lieben Leuten aus der Basis in Dortmund einen kleinen Kongress zum Thema Ökonomie der Zukunft veranstaltet, mit externen Referenten außerhalb unserer Filterblase, um dort die Partei als Ganzes und natürlich auch die Fraktion nach vorne zu bringen. Und das sind meine mir selbst verordneten Aufgaben für die Zukunft. Ich bin selber mal Musiker gewesen, Funky Bass und so und Metal in Rockbands und von daher ist das Bild vielleicht ganz treffend. Die Rendite-Romantiker von der FDP spielen seit 40 Jahren dieselbe Platte. Der Wandel in der Gesellschaft, auch durch das Digitale, wird aber immer schneller, sodass man es jetzt nicht mehr leisten kann, mit den alten Phrasen irgendwo aufzuploppen. Und meine Idee ist es da, wie ein Musiker, der jetzt 3 Jahre und 2 Monate, ich sag mal, auf Tournee war, auch mal zurück ins Studio zu gehen und ein neues Album einzuspielen. Dass das Portfolio der Fraktion und der Partei insgesamt ein Stück weit runder und angepasster an den digitalen Wandel macht. Das sehe ich bei all den anderen Fraktionen auch nicht. Und zum Schluss noch ein Wort. Wir haben sehr hart gekämpft in der Fraktion stellenweise. Und worauf ich besonders stolz bin, das ist mir jetzt ein innerer Reichsparteitag, das sagen zu dürfen. Ein Christian Lindner und ein Norbert Römer, so sie denn Piraten wären, hätten in dieser Fraktion als Vorsitzende keine 4 Monate überlebt. Ich danke euch. Vielen lieben Dank, Joachim. Dann kommt jetzt die große Frage, du hast deinen Staffelstab sozusagen hier hingelegt, an wen gibst du ihn weiter? Und, Moment mal, eine Bemerkung noch. Ich werde jeden neu gewählten Vorstand vorbehaltlos unterstützen. Bei mir gibt es immer Vertrauensvorschuss. Ich finde auch Vertrauen ist was, was wir in dieser Fraktion, was noch ausbaufähig ist. Wir gucken mal, wer das dann jetzt sein wird. Wir gehen die Reihe weiter rum und fragen nach kandidieren oder lieber nicht kandidieren. Lieber nicht. Ja, ich mache es auch kurz. Ich auch. Ich mache es kurz und kandidiere nicht. Ich kandidiere nicht für den ersten Vorsitz. Ich kandidiere nicht.
dem vorne einschieben. Danke, Joachim. Ich glaube, du hast eine gute Arbeit gemacht. Ich glaube, du hast ein gutes Fundament gelegt, auf dem man aufbauen kann. Und ich respektiere auch deine Entscheidung, die dir sicher nicht leicht gefallen ist. Auch mal einen Schritt zurückzugehen. Und ich habe deine Begründung ja gestern schon gehört. Wir haben ja auch gesprochen. Und ich finde, dass das einfach ein großer Schritt von dir ist. Das wollte ich noch mal gesagt haben. Ja, ich habe schlecht geschlafen letzte Nacht. Ich habe mir viele Sachen aufgeschrieben. Vieles habe ich ja schon während der Klausurtagung gesagt. Ich werde das jetzt noch mal in aller Kürze wiederholen, so kurz ich das kann, für diejenigen, die nicht bei der Klausurtagung dabei waren, warum ich kandidiere. Einschieben muss ich noch, ich finde gut, dass Monika kandidiert. Ich glaube, dass uns politisch ganz, ganz wenig nur trennt. Dass wir uns persönlich sehr nah sind, das wissen, glaube ich, auch alle. Und trotzdem glaube ich, dass es einfach Unterschiede gibt. Und diese Unterschiede, die möchte ich einfach hervorheben. Und ich möchte sagen, dass ich einfach, ohne es jetzt der Monika zu unterstellen, und das muss ich ganz klar sagen, möchte ich einfach sagen, dass ich keine Lust mehr habe auf Kooperation, auf Kuschelkurs, auf Zusammenarbeit. Ich glaube, für sympathisch und harmonisch sind wir hier einfach nicht gewählt worden. Und wir sehen, wo es uns hingebracht hat. Ich verstehe, dass wir das gemacht haben. Ich verstehe, dass wir so angefangen haben, dass das erste Erfolge gebracht hat. Ich verstehe auch, warum wir das bis heute noch regelmäßig so machen. Aber wir stehen nun mal auch mit diesem Kurs im Moment sehr, sehr nah am Rand. Wir stehen im Abseits und wir sind politisch irgendwie hier verzichtbar. Keine Ahnung. Ich hatte die sitzungsfreie Zeit, ich hatte einen Umzug, ich hatte eine Veränderung in meinem Privatleben. Ich habe mich fast 4 Wochen in der sitzungsfreien Zeit auch zurückgezogen zum Nachdenken. Und da kommt man ins Nachdenken, da kommt man ins Umdenken. Ich glaube, ich will genau wie Monika die Fraktion nach vorne bringen, weiter aufbauen auf dem, auch was Joachim gemacht hat. Und die Politik, die wir machen, hier auch an die Menschen bringen. Wenn man draußen fragt, was machen eigentlich die Piraten, dann ist das nach wie vor irgendwas mit Internet und keiner weiß so genau, was wir hier überhaupt tun. Das halte ich für ein riesiges Problem. Aber die Art, wie wir das machen, ist nach meinem Wunsch nicht durchgespielt, nicht durchgeplant, nicht bedächtig, sondern die ist eher spontan, die zeigt eher, dass wir eigentlich hier nichts zu verlieren haben. Ich mag einfach nicht mehr mit den anderen in ihrem Sandkasten spielen, um am Ende irgendwie 1-2 Anträge mit der SPD zusammen durchzubringen. Ich glaube, das brauchen die anderen nicht. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Das brauchen die Menschen in NRW nicht. Und dann sind wir tatsächlich, dazu braucht es uns hier nicht. Und wenn es so weit kommt, dass die anderen über uns lachen, dass sie uns nicht mal mehr die Präsidentschaft zugestehen, was ein elementares Minderheitenrecht ist, dass wir nicht mal mehr mitkriegen, was in diesem Landtag über passiert. Und wenn wir uns beschweren, dann wischen sie die Bedenken einfach weg und sagen, ja, und haben irgendeine fadenscheinige Begründung. Dann frage ich mich, wie weit sind wir hier eigentlich gekommen? Wie weit lassen wir eigentlich hier mit uns treiben? Was ist eigentlich das Demokratieverständnis von diesen anderen Parteien gegenüber uns hier im Landtag? Ich trete an, weil ich einen Aufbruch möchte, so einen echten Wechsel. Wir haben schon häufiger darüber geredet, wir haben ganz viele Pläne gemacht, Rock'n'Roll, Punkrock, nach vorne gehen. Ich möchte wieder sagen dürfen, wie krank dieses System hier ist. Und nicht irgendwie kuschen vor der Obrigkeit und eine Anzeige stellen nach einem Paragraphen, den wir eigentlich abschaffen wollen. Ich möchte einfach zeigen, dass das System ein Update braucht. Dafür sind wir angetreten, dafür haben wir auf der Straße gestanden und wir sitzen eben nicht hier, weil wir irgendwie jetzt, wir machen jetzt mal mit und gucken mal, was wir erreichen, sondern dieses System braucht ein Update und dieses Update sehe ich nach wie vor nicht und dieses Update, das sollten wir irgendwie meiner Meinung nach erreichen. Und ich finde, dass wir auch ehrlich dabei sein können. Wir können auch sagen, was wir nicht können. Wir können nicht die Fraktionsfinanzen tagesaktuell veröffentlichen, das geht nicht. Wir können auch mal uns hinstellen und sagen, wir müssen Wünsche zurückstecken, da haben wir vielleicht zu weit gedacht. Aber ich möchte gerne, dass wir diese Ehrlichkeit haben. Ich möchte, dass wir jeden politischen Gegner in diesem System angreifen. Ich persönlich finde es komisch, wenn man zu so einem Menschen, der Noten verteilt an Leute, die die Klausur nicht mitgespielt haben, wenn man sagt, naja, das kann ja jedem passieren. Ich will keine Leute aus anderen Parteien in Schutz nehmen. Ich will sagen, das war Kacke auf gut Deutsch und das geht so nicht. Und das ist ein Teil des Problems dieses Landtags hier. Unsere Themen liegen auf der Straße, nach wie vor. Transparenz, Bürgerrechte, mehr Demokratie. Und alles, was wir hier im Landtag machen, kann man mit diesen Themen verbinden.
Die Leute draußen, wenn man mit denen redet, wenn man auf Stammtischen ist, wenn man auf Infoständen ist, bei der Gamescom, die Leute haben es satt. Die gehen nicht mehr wählen, die wollen diesen Kuschelkurs nicht mehr, die wollen keine Hinterzimmergeklüngel. Wenn ich mir jetzt die Verfassungskommission angucke, da trifft man sich jetzt mit den Vorsitzenden, die teilweise überhaupt nicht in der Kommission waren und klüngelt irgendwie was aus. Nein, will ich nicht mehr, alles Kacke, bitte lasst uns dagegen sein und lasst uns aufzeigen, dass wir eigentlich was anderes hier wollten. Ich glaube, dass ich einen echten Wechsel vertreten kann. Ich kann Türen knallen und ich kann mit knallenden Türen umgehen und sicherlich kann ich vieles von dem an mir abprallen lassen. Ganz bestimmt setze ich mich auch mal in mein Büro und heule eine Runde, weil mir das alles zu viel wird, aber dann bin ich wenigstens ehrlich gewesen, zu euch ehrlich gewesen, zu den Leuten draußen ehrlich gewesen, zu mir selbst ehrlich gewesen. Ich kann morgens wieder in den Spiegel gucken. Und ich habe auch Schwächen, ja, klar, haben wir auch drüber geredet, in der Klausurtagung ist auch einiges angesprochen worden. Ich habe in Gesprächen auch mitbekommen, dass viele nur die taffe Sau sehen und dass das alles irgendwie so, ja, Alpha-Tier und der will jetzt unbedingt, und ich bin ja auch einer von den üblichen Verdächtigen, die immer kandidieren und so. Aber wenn ich eins weiß, bei den Schwächen, die ich tatsächlich habe, ist, ich kann einigermaßen reden und ich bin total heiß darauf, dass wir rausgehen und dass wir einen Wechsel, einen richtigen, echten Wechsel hier propagieren und dass wir Dinge hier anders machen und dass wir das nach draußen auch vertreten. Und deswegen bei all denen, was mich im Positiven und im Negativen ausmacht, möchte ich euch um eure Stimme bitten. Ich fürchte mich nicht davor, eine ehrliche Kandidatur hier hinzulegen. Ich fürchte mich auch nicht davor, wenn ihr mich nicht wählt. Da habe ich Erfahrung drin. Ich finde, wir sollten ein Zeichen setzen, wir sollten eine klare Kante zeigen, wir sollten keine Furcht mehr haben, denn wir haben hier nichts mehr zu verlieren. So einfach ist das meiner Meinung nach. Ihr erinnert euch, die bei der Klausurtagung waren, das mit dem Plakat, das wir 2010 im Wahlkampf hatten, aufgeben oder kämpfen. Ich glaube, wir sollten nicht aufgeben. Wir sollten hier kämpfen und das müssen wir gemeinsam machen mit allen Mitarbeitern. Das muss diese Fraktion machen, das muss die Basis machen. Wir müssen einfach zeigen, dass wir eigentlich für eine andere Politik stehen und uns endlich aus diesem Hamsterrad-Landtag befreien. Das ist meine Meinung, das ist meine Kandidatur, deswegen stehe ich hier, sitze ich hier. Und ein letztes, ich habe gestern sehr intensiv mit Moni gesprochen. Wie gesagt, wir können gut miteinander. Sollte Moni erste Vorsitzende sein, würde ich auch für den Stellvertreterposten zur Verfügung stehen. Allerdings mit all den Konsequenzen, die ich gerade genannt habe. Das wird vielleicht nicht immer einfach, das wird nicht immer konsensual, aber hoffentlich konstruktiv und kollegial, denn ich glaube, das kriegen Moni und ich hin. That's it. Ich kandidiere nicht. Ich habe nicht so eine schöne Rede geschrieben wie der Michel, ich kandidiere auch nicht. Ich kandidiere für diese Position nicht. Es wird jetzt keine überraschen, nachdem der Michel das schon verraten hat. Ich kandidiere auch. Ich sage dann halt auch noch ein paar Sachen. Ich glaube, ich habe eine sehr lange Mail geschrieben, die sehr persönlich war, wo ich gesagt habe, dass mir die Entscheidung wirklich nicht einfach gefallen ist. Ich habe mir das wirklich sehr lange überlegt, auch im Hinblick auf die Klausurtagung. Ich möchte an dieser Stelle vor allen Dingen noch mal Joachim danken für das, was er die 3 Jahre getan hat. Wir haben ja sehr viel zusammengearbeitet und ich habe das immer als sehr positiv empfunden und sehr konstruktiv. Ich glaube, wir können sagen, dass wir irgendwie Freunde geworden sind in diesen 3 Jahren. Und ich freue mich, dass du Michelle oder mir oder uns beiden oder wem auch immer da zur Seite stehst. Ich glaube, das ist wichtig und notwendig. Dir will ich sagen, dass der Ingo das mit den kurzen Sätzen, das wird der mir nicht sagen müssen. Also ich glaube, ich habe eine klare, einfache, deutliche Sprache, die jeder versteht. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Sache, wenn man das Gesicht nach außen sein will. Ich glaube, dass ich unsere Politik gut nach außen vertreten kann. Inhaltlich, Michelle, sind wir ganz klar, glaube ich, auf einer Seite, dass wir unsere Kernthemen in den Vordergrund stellen wollen, dass wir klar machen wollen, diese Marke, digitale Revolution, digitaler Wandel, was auch immer, dass das wieder mit den Piraten verbunden wird. Für mich ist an der Stelle wichtig, was bedeutet denn das Gesicht nach außen? Das Gesicht nach außen ist halt nicht nur das Gesicht in die Presse, für mich ist das vor allen Dingen auch das Gesicht in die Basis. Ich bin ja die letzten Monate viel rumgefahren und habe tatsächlich auch gehört,
du hast zugehört. Also es geht gar nicht darum, da was hinzutransportieren, sondern erstmal zuzuhören, was sie eigentlich von uns wollen. Denn wir werden keinen Wahlkampf gewinnen, wenn wir nicht die Basis dazu bringen, für uns alle wieder auf die Straße zu gehen. Wir werden das hier in diesem Raum nicht schaffen. Und das ist eine Aufgabe. Auch das ist unser Gesicht nach außen, wo ich möchte, dass so ein Ruck halt auch durch den Landesverband geht, wo wir sagen, wir machen wieder was zusammen. Ich habe damit, glaube ich, auch angefangen mit diesem Projekt Pflege am Boden. Da habe ich einfach mal gesagt, wir ziehen das jetzt mal durch. Das scheint, glaube ich, sehr erfolgreich zu sein. Ich glaube, wenn man halt Angebote macht und sagt, wir haben Themen, mit denen wir Punkte sammeln können, dann sind alle gerne bereit, mal wieder was dafür zu tun. Ich glaube, Michelle, dass uns tatsächlich auch Dinge trennen. Also ich glaube, das weiß ja auch jeder, dass ich ein völlig anderer Mensch bin, dass ich einen anderen Stil habe. Vielleicht auch einen anderen Schwerpunkt sogar. Also ich finde es immer noch extrem wichtig, dass wir zu mehr Geschlossenheit kommen, dass wir versuchen, alle mit in die Arbeit einzubeziehen, dass wir gucken, dass jeder hier mit seinem Thema, was wir vorher festgelegt haben, da stimme ich dir zu, also wir müssen reduzieren, dass jeder mit seinem Thema dann tatsächlich auch Gehör findet. Du sagst, du willst, wie hast du es genannt? Moment, habe ich gleich. Du willst nicht sympathisch und harmonisch. Dankeschön, das ist ein Kompliment. Aber ich glaube nicht, dass ich immer nur harmonisch bin, das wisst ihr auch. Ihr wisst, dass ich klare Worte finde, vielleicht nicht in dem Stil wie du, das wird ein anderer sein. Und ich habe auch immer gesagt, ich stehe nicht dafür, hier einfach nur Totalopposition zu machen. Ich habe immer davon gesprochen, einen intelligenten Weg zu gehen und sich zu überlegen, wo man interveniert oder wo man, wie du sagst, du hast ja Beispiele genannt, da bin ich durchaus bei dir. Für mich ist halt wichtig, dass das begründbar ist, weil die Befürchtung dahinter ist halt immer, dass es nach außen hin wie so ein Mimimi wirkt. Ich möchte gerne das auch nach außen kommunizieren können, warum wir das tun, und dann ist dieser Weg für mich auch in Ordnung. Ich glaube, so weit, so gut. Das wird ein Unterschied sein zwischen uns beiden. Aber ich kann halt auch sagen, dass wenn ihr den Michel wählt, und ich glaube, ich habe ja jetzt auch die Geschäftsführung gemacht, ich möchte, dass diese Fraktion eine Chance hat 2017. Und ich mache dann tatsächlich, auch wenn ich nicht unbedingt im Vorstand bin, würde ich tatsächlich alles machen, wo ihr glaubt, ich könnte der Fraktion dabei nach vorne helfen. Danke. Dann wollen wir jetzt von Stefan noch was hören. Und wenn es ein. Also, ich kandidiere nicht. Ich kandidiere auch nicht. Ich kandidiere nicht. Nein, ich kandidiere auch nicht. Danke, Grumpy. Da fällt mir ein Stein von Herzen. Wir hätten die erste Wahl nochmal wiederholen müssen. Herzlichen Dank auch an die beiden, die sich jetzt bereit erklärt haben und kandidieren. Ich sehe damit, wir werden auf jeden Fall so eine Art Bildungsoffensive haben. Es kandidieren beide Leute aus dem Bildungsausschuss. Ich bitte, die Zettel vorzubereiten, es sei denn, sie sind schon fertig. Ja? Fragen. Gibt es noch? Bevor ich jetzt die Liste auch schließe, gibt es noch Fragen? Grumpy, hast du eine? Dann Daniel. Ich hoffe, ich oute mich jetzt nicht als jemand, der nicht ganz genau aufgepasst hat. Der Grumpy nennt mich despotisch und ich glaube, als stellvertretender Vorsitzender, das wird ein bisschen schwierig, auch so mit Geschäftsführung und so,
Wenn ich glaube, dass das sinnvoll ist, also würde ich gleich auch nochmal dann mit Grampi drüber reden. Also wenn ihr glaubt, ich solle das machen, das habe ich gerade gesagt, wenn ihr glaubt, ich solle das machen und das bringt die Fraktion nach vorne, dann tue ich das selbstverständlich. Aber es ist ein bisschen schwierig, ich muss da ein bisschen auf mich achten. So, Simone. Ja, ich musste doch mal die Frage stellen, weil wir hatten ja leider auf der Klausur, da du da noch gesagt hast, du willst auf keinen Fall erste Vorsitzende werden. Du hast gesagt, du bist nicht der Richtige für das, was wir vorhaben in der Fraktion. Und dementsprechend hatten wir ja keine Gelegenheit, dir Fragen zu stellen. Eigentlich warst du ja aufgestellt für uns fürs Präsidium, was aktuell ja eben bei der Wahl nicht erfolgreich war. Willst du jetzt dann nicht mehr ins Präsidium oder und dann eben noch, wie kam dieser Wandel? Weil wir hatten ja eine klare Zielausrichtung während der Fraktionsklausur. Ja, ich kann auch locker beides machen. Ich kann auch die Geschäftsführung weitermachen, das ist also für mich kein Problem. Nein, die Entscheidung, Vizepräsidentin, die ist jetzt ein Jahr her, ne? Das ist ein Jahr her. Ich finde, in dem Jahr ist eine Menge passiert und im Moment sieht es halt so aus, als würden wir halt diesen Job nicht bekommen, obwohl ich denke, wir sollten da weiter drauf bestehen, da sind wir uns auch einig. Es hat ja in den letzten Wochen durchaus auch Gespräche gegeben mit Joachim oder wo man überlegt hat, wie geht es mit der Strategie der Fraktion weiter. Und ich sag mal, die Überlegungen von Joachim, nicht die Entscheidung, aber die Überlegungen nicht wieder zu kandidieren, die hast du ja nicht erst seit 2 Tagen. Also ich sag mal, das ist ja im Grunde ein Prozess gewesen, wo wir auch viel miteinander gesprochen haben. Und als die Situation dann jetzt so sich darstellt, wie sie jetzt ist, da habe ich einfach gedacht, das könnte ein Angebot für die Fraktion sein. Wenn ihr glaubt, dass ihr mit mir da weiterkommt, dann ist das okay. Aber ich habe auch gesagt, wenn das nicht der Fall ist, ist das für mich auch kein Problem. Ich mache halt auch Zuarbeit, das habe ich immer gemacht und das wisst ihr auch. Und letztendlich müsst ihr wissen, mit wem ihr glaubt, am besten nach vorne zu kommen, jetzt an dieser Stelle. Gibt es noch weitere Fragen? Von Birgit zum Beispiel? Okay, ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann bitte ich jetzt Eberhard, die Zettel auszuteilen. Die Stifte habt ihr noch vom letzten Mal. Ich werde dann gleich mit zwei Wahlhelfern, nämlich mit Eberhard und Kerstin, das Auszählen machen, weil das spontan eben gut geklappt hat. Machen wir das einfach so. Eine Frage an mich oder eine Frage an die Kandidaten? Gut. Liebe Moni, ich erkläre gleich noch das Wahlverfahren. Bitte behaltet euren Zettel gut. Die Simone hat schon irgendwie, wenn auch vielleicht etwas verklausuliert, dezidiert gefragt, bleibst du bei der Kandidatur für die Vizepräsidentschaft oder verzichtest du auf dieselbe? Die Frage, ist im Prinzip, ich glaube, Simone, das war der Kern der Frage. Entschuldigung, da habe ich das nicht verstanden. Ich will das gerne beantworten. Das ist vollkommen egal. Das ist völlig egal, was jetzt hier heute passiert. Ich werde für dieses Vizepräsidentenamt nicht mehr zur Verfügung stehen, weil es für mich strategisch komplett blöde ist. Sie haben gesagt, Sie wollen mich nicht, Leute. Also, was soll's? Ja? Ja, wir müssen jetzt alle einmal, bis Sie jemanden haben, den Sie haben wollen. Da haben wir noch ein paar Schüsse frei. Die Kandidatenliste ist geschlossen. Ihr habt bereits einen Wahlzettel vor euch. Diesen Wahlzettel bitte, wie eben auch, per Zustimmungswahl ankreuzen. Das heißt, ihr dürft beliebig vielen Kandidaten, also entweder Michelle, Monika, beiden oder keinem eine Stimme geben und dann zweimal falten und bei Eberhard in die momentan leere Box werfen. Herzlichen Dank.
strip my heart to pieces, had it down to my eyes, saying it's not fair. Let me tell you something, I can't say I care. You're yesterday's news, I'm a free woman, found a new groove. You're yesterday's news, and I'm loving. Looking at my heat, oh, I'll stick the kick in deep, and now you know how it feels. Cry until you're blue, let me tell you something, I'm all over you. You're yesterday's news. Gotta know about hard times. Watch your friends live and die. Are you qualified? So, möchte noch jemand? Haben wir noch jemanden? Nicht, das ist der Schlüssel. Der noch einen Zettel hat. Dann schließen wir jetzt den Wahlgang und zählen jetzt aus. Ich werde jetzt auch noch die Anzahl der Zettel hier notieren. Damit ich auch die Anzahl gleich besser nennen kann. Eine Differenz. Okay, wir gucken nochmal durch. Ja, ne, es ist doch 10 insgesamt, ja. Dann haben wir es selber. Ja, es ist 1, 2, 3, 4, 5 und 10. Also, die okay. Sind wir trotzdem nochmal oder ist es für euch? Ich habe den Strich falsch gemacht. Aber okay, gut. Dann sind wir klar. Also 17 abgegebene, 10, 7, alles klar. 9 ist Quorum. Doch nochmal. Wir haben ein Ergebnis. Wir haben ein Ergebnis bei 17 abgegebenen Stimmen. Ungültig war keins. Auf Moni entfielen 7 Stimmen und auf Michelle 10. Das Quorum liegt bei 9. Das heißt, herzlichen Glückwunsch, Michelle. Du hast die Stimmen bekommen. Nimmst du die Wahl an? Okay, scheiße, damit habe ich nicht gerechnet, aber ja, ich nehme die Wahl an, natürlich.
entwickeln kannst. Sehr schlecht. Ja, du bist sehr schlecht. Durchatmen, setz dich erstmal an. Du hast mir gerade mein Papier zum Händen genommen, tut mir so leid. Da war auch deine Rede drauf. Ne? Naja, jetzt heul nicht rum, sag was. Jetzt musst du deine Rede halten. Jetzt muss ich eine Rede halten. Da bin ich jetzt aber nicht drauf vorbereitet. Puh. Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe tatsächlich ja nicht damit gerechnet. Ja, ich hoffe auf eure Unterstützung. Ich weiß, dass das nicht alleine geht. Ich weiß, dass ich nicht mich hier hinstellen kann und kann irgendwie Wechsel verkünden und wir machen alles anders. Ich kann sagen, wir machen ein paar Vorschläge. Ich kann sagen, wir setzen uns zusammen, machen Brainstorming, wie wir zum Beispiel mit so einer Präsidiumssituation umgehen. Aber ich muss einfach auch darauf hoffen, dass wir dann den Zusammenhalt haben, dass wir das tatsächlich gemeinsam umsetzen. Ich werde sicherlich Fehler machen, werde sicherlich auch mal in Richtungen gehen. Ich meine, ich habe das als Landesvorsitzender schon mal gemacht, wo man dann einfach auch mal Blödsinn sagt, wo man zurückrudern muss, wo man auch kritisiert werden darf. Ich möchte auch Kritik bitte haben. Daran kann man nur wachsen, daran kann man nur lernen. Ich fände es total super, wenn wir das zusammen hinbekommen. Wir haben so häufig darüber geredet, wir haben so viele Punkte ich habe es schon mal auf der Klausurtagung gesagt, auf so Papiertafeln geschrieben und haben gesagt, wo wollen wir eigentlich hin? Und wenn jetzt tatsächlich jeder einen kleinen Schritt zurückgeht und sagt, ich gucke nochmal, ob mein Thema in das Portfolio passt und wenn ja, dann schießen wir in die Richtung, dann rennen wir in die Richtung und wenn nein, dann gehen wir vielleicht einen Schritt zurück und helfen bei einem anderen mit. Wir haben so viele freie Ressourcen, so viele freie Kapazitäten. Ich glaube, dass wir das schaffen können. Ich glaube, dass wir klarstellen können, dass wir hier was anders machen wollen. Und ich glaube auch, dass wir im Grunde heute damit anfangen könnten. Und ich würde mich total freuen, wenn wir das zusammen hinkriegen. Ich weiß, dass es nicht alleine geht. Ich weiß, dass es nicht geht, wenn man sich hinstellt und nur sagt, ich habe jetzt die Willensbekundung, ich will irgendwie, alles wird gut, solange wir wild sind, dann müssen wir aber auch wild sein. Immer nur wollen hilft nicht, zusammen machen wird helfen. Und da würde ich mich über eure Unterstützung freuen. Vielen Dank. Übergebe, auch wenn ich nur der Wahlleiter und nicht der Versammlungsleiter bin, nochmal das Wort an Joachim. Ja, Michel, ich möchte dir als dein Vorgänger vor der Fraktionsöffentlichkeit im Stream und vor der Partei meine volle Unterstützung zusagen. Und was habe ich vorhin noch vergessen? Ich werde meine Erfahrung und mein Wissen versuchen, in die Partei hineinzutragen, weil wir werden bis 2017 gutes Personal brauchen. Mach was draus, Junge. Ich drück dich. Ja, mit Mikro, klar. Aber es ist gleich weil ich muss laufen. Einen habe ich noch. Meine erste Aufgabe dann als neuer Fraktionsvorsitzender ist, wir haben es gerade schon gemacht, glaube ich, mehrheitlich. Wir haben auch lange applaudiert. Ich hoffe, du hast das. Es ist dir sehr wohlbekommen. Wir möchten dir natürlich danken, die Fraktion möchte dir danken, die Mitarbeiter möchten dir danken und wir haben dir ein kleines Geschenk besorgt. Und das würde ich dir gerne überreichen. Und deswegen muss ich jetzt laufen kommen. Danke, Michel. Und damit jetzt auch andere Leute laufen gehen können und da Joachim gucken kann, was da drin ist, machen wir jetzt eine Viertelstunde Pause bis 11.25 Uhr und machen dann noch die Wahl des 3. bis 5. Und ich kündige schon mal an, wir machen eine Zustimmungswahl dann in einem Durchgang.
Vermutlich in einem Durchgang. Willkommen zurück zur Sitzung. Es ist 11.25 Uhr. Und ich übergebe, du gehst weg? Okay, ich wollte gerade an den Grumpy übergeben, damit er die Sitzungsleitung weitermacht. Aber dann übergebe ich erstmal an den Olaf. Ist das okay? Ja, danke. Ja, weil irgendwie war ich vorher nicht schnell genug, als die Werbeblöcke eingeblendet waren. Deswegen möchte ich jetzt hier jetzt noch mal etwas verspätet auch auf eine Veranstaltung hinweisen. Habe ich ja auch zwar schon auf der Klausurtagung, aber auch für die, die noch nicht, also die nicht. Und zwar findet am 12. September im Unperfekthaus in Essen eine Konferenz statt zum Thema Mitbestimmung in Nordrhein-Westfalen, ein Menschenrecht für Kinder und Jugendliche. Also es geht ganz klar um Menschenrechte für Kinder, insbesondere um den Bereich Partizipation, sprich Mitbestimmung und auch Mitgestaltungsmöglichkeiten in der Politik. Was sehr interessant ist an dieser Veranstaltung, das sage ich jetzt vor allem auch nochmal ganz wichtig für den Stream, ist, dass wir parallel zu der Veranstaltung noch eine Veranstaltung für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren anbieten, wo wir ganz klar deren Wünsche und Vorstellungen erfahren wollen, wie sie sich das vorstellen, in der Politik mitzubestimmen. Das Ganze soll dann am Ende hinterher in der Podiumsdiskussion zusammengeführt werden und auch die Ergebnisse des Workshops der Kinder und Jugendlichen vorgestellt werden. Ansonsten sind eine Menge Verbände, die sich in dem Bereich stark machen, eingeladen. Unter anderem der ehemalige, und der kommt auch auf jeden Fall zur Podiumsdiskussion, der ehemalige Kinderrechtsbeauftragte oder der ehemalige Kinderbeauftragte von Nordrhein-Westfalen, Reinhard Eichholz. Ich möchte dafür werben, für diese Veranstaltung sehr stark intensiv zu werben, vor allem wenn ihr Leute kennt unter 18 Jahren, die sich irgendwie politisch engagieren. Ich habe dafür jetzt auch nochmal jedem MDL so ein Packen von den Flyern in den Kasten gelegt, in seinem Briefkasten gelegt und möchte darum bitten, die doch irgendwie im Wahlkreis oder im Wahlkreisbüro zu verteilen. Und wie gesagt, immer wenn ihr irgendwie Jugendliche kennt, die ganz gezielt ansprechen, weil ansonsten wird es eine ganz normale Lobbyveranstaltung. Nur dann, wenn wir genug Jugendliche wirklich motiviert bekommen, dahin zu kommen, dann wird es wirklich mal was anderes, weil wir uns dann wirklich mal darauf konzentrieren, was die Kinder und Jugendlichen wirklich wollen. Und für die Kinder und Jugendlichen ist noch ganz wichtig, die Fahrtkosten aus Nordrhein-Westfalen werden erstattet. Also es besteht ganz klar für Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, die Fahrtkosten erstattet zu bekommen. Soweit zu der Veranstaltung am 12. September im Unperfekthaus. Dankeschön. Solange wir noch nicht wieder bei der Wahl sind, könnte ich jetzt eigentlich an den Versammlungsleiter übergeben. Der könnte zum Beispiel den Lukas dran nehmen. Vielen Dank, Creon. Lukas. Super. Einmal Kategorie Veranstaltungshinweise. Die Piraten aus meinem Wahlkreis, dem Hochsauerlandkreis, die machen dieses Jahr inzwischen schon zum dritten Mal eine sehr coole Veranstaltung, nämlich das piratige Pilze sammeln im Wald. Die Idee ist entstanden, weil man etwas zusammen machen wollte, ohne sofort irgendwie über Politik und politische Inhalte sprechen zu wollen. Und deswegen hat man überlegt, geht man in den Wald Pilze sammeln. Das klappt dann häufig nicht so ganz, weil trotzdem landet man irgendwie bei politischen Diskussionen, aber in einer völlig neuen Atmosphäre, gespickt mit ständigen Erfolgserlebnissen unter fachkundiger Begleitung. Insofern eine ziemlich coole Veranstaltung. Ich wurde darauf eben via Twitter darauf hingewiesen, dass ich das schon mal hier bekannt machen soll und euch alle herzlich in den Hochsauerländer Wald bei Arnsberg einladen soll. Sobald der Termin feststeht, werde ich den nochmal auf den Fraktionsmedien kundtun und ihr seid alle herzlich eingeladen, ein bisschen Pilze sammeln zu kommen, zu gehen. Der zweite Hinweis, den ich mal loswerden wollte, aus der Kategorie Da tut sich was. Ihr erinnert euch, wir haben in der letzten Plenarsitzung vor der Sommerpause mit unserem Freifunkantrag es geschafft, die rot-grünen Fraktion halt für dieses Vorhaben zu begeistern und mitzunehmen.
Letztendlich ist das durchgegangen. Nun ist es ja häufig so, wenn Anträge verabschiedet werden, dann tut sich erstmal nichts. In diesem Fall ist es nicht so. Ich habe heute erfahren, dass die Freifunker sich bereits mit Vertretern aus der Staatskanzlei und heute mit Vertretern aus dem Wirtschaftsministerium treffen. Insofern freue ich mich, dass da auch tatsächlich das Wort gehalten wurde und dass man dort hinter den Kulissen arbeitet. Vielen Dank. Okay, sollen wir das auf... Ja, anschließend daran für unsere Kommunalen. Dieser Antrag, der da durchgegangen ist im Landtag, den der Lukas zusammen mit SPD und Grünen initiiert hat in der 88. Sitzung dieses Plenums, den dürft ihr auch euren kommunalen Bürgermeistern und Landräten gerne vor die Nase halten. Das ist positiv abgestimmt worden hier mit einer Mehrheit des Landes. Ich habe jetzt schon viele Kommunale gehabt, denen das nicht bekannt war, dass das von Seiten der Landesregierung durchaus unterstützt wird. Wenn ihr da noch Fragen zu habt, meldet euch, wendet euch an Lukas oder an mich. Wir senden euch diesen Antrag und auch die Beschlussfassung dazu noch mal gerne zu. Und noch mal an alle, am 13.09. sind Bürgermeisterwahlen in NRW, beziehungsweise Wahlen zum Oberverwaltungsbeamten oder wie das auch immer heißt. Ne? Bitte unterstützt eure lokalen Bürgermeisterkandidaten, die ihr gewählt habt von den, aus der eigenen Partei oder auch die ihr unterstützt aus anderen Parteien. In rund der Hälfte aller Kommunen in NRW wird am 13.09. gewählt. Spätestens am 6.09. dürften die Abschlussveranstaltungen sein. Unterstützt die Leute, helft da, fragt an, ob ihr was machen könnt. Es wird ein furioser Abschluss. Ich freue mich drauf. Okay, Frank? Und ich wollte nur ganz kurz ergänzen zu den Bürgermeisterkandidaten. So viele Piratenkandidaten gibt es nicht, aber es gibt in Lemgo einen, das ist der Christian Wölk, und in Bad Salzuflen gibt es auch einen, das ist der Simon Welzlau. Und die freuen sich, wenn jemand auch mal am Wochenende, weil die haben natürlich jeden Samstag Infostand in der Stadt, da in der Gegend vorbeikommt. Veranstaltungen in der Woche auch, bin ich gerne bereit, Auskunft zu geben. Das ist mein Patenwahlkreis, der Kreis Lippe da oben. Wie gesagt, zwei Kandidaten. Und ich würde mich freuen, wenn auch mal der ein oder andere MDL da vorbeikommt und Zeit hat und guten Tag sagt. Die freuen sich da oben. Ich glaube, ich weiß, was der Toso jetzt vorhat. Und genau das ist das Wichtige. Kannst du es eben vervollständigen? Weil es sind ja doch ein paar Piraten mehr, die... Also ganz kriege ich es nicht zusammen, aber ich wollte zumindest noch die Sandra Lörs aus Krefeld und den Stefan Borggräfe aus Witten benennen. Unterstützt die, gerade die Sandra macht da ganz, ganz viel Arbeit ohne großes Team. Das ist total schwierig und das wäre total hilfreich, da noch zu unterstützen. Beim Stefan Borggräfe in Witten läuft das inzwischen so hervorragend, dass er ungefähr jeden zweiten Tag mit einer ganzen Seite in der Presse ist. Da wird am 6.9. übrigens auch eine große Veranstaltung stattfinden in Witten auf dem Marktplatz, glaube ich, mit mindestens 3 Bands noch dazu. Natürlich Nachwuchsbands, natürlich GEMA-frei, ihr kennt das. Also es gibt da eine ganze Liste an Leuten, die zu unterstützen sind. Bitte macht das, wäre total toll. Danke. Herr Vorsitzender, genau. Also wenn ich kurz das Thema wechseln darf. Hallo Stream, ich sitze hier. Ich werde nicht ans Telefon gehen, ihr könnt mich 1000 Mal anrufen, aber es ist mir zu teuer, jetzt hier zu telefonieren und deswegen ruf bitte später an. Danke. Okay. Wir sind ja noch lange nicht durch. Laut der Tagesordnung brauchen wir jetzt sozusagen die Plätze 3 bis 5. 3, 4, 5, ja, genau. Und jetzt wollte ich Olli fragen, machst du dann weiter mit diesem Bereich? Dann mache ich weiter. Danke. Okay, also Michelle möchte übrigens nicht angerufen werden, weil die Roaming-Kosten so teuer sind, sondern weil wir hier... weil er in die Baumkasse zahlen müsste. So, und in der Fraktionssitzung zu telefonieren, Joachim weiß, das kostet extra viel. Also da hat er den Staffelstab übergeben, das ist schon okay. So. Wir wählen jetzt noch die Leute im Vorstand, die die ganze Arbeit wegschaffen, nämlich den 3., 4. und 5., beziehungsweise sind ja alles die stellvertretenden Vorsitzenden, gleichberechtigt.
Und wir machen das jetzt in einem Rutsch. Das heißt, wir gehen jetzt gleich nochmal durch, wer kandidiert. Dann gibt es Zettel und da gibt es wieder Zustimmungswahl. Das heißt, kreuzt alle an, die ihr wählen wollt. Es sind beliebig viele. Und jeder, der das Quorum erreicht, von denen die ersten drei sind also im Vorstand. So, wenn, schaffen wir es nicht, dass die ersten drei das Quorum erreichen, müssen wir dann nochmal einen Wahlgang anschließen. Aber ansonsten hätten wir dann den Vorstand komplett. So, dann würde ich gerne bei Stefan Fricke anfangen zu fragen, ob ihr für den für einen weiteren, also für den stellvertretenden Vorsitz im Vorstand kandidieren würdet. Stefan. Lukas, machst du einmal das Mikro an? Nein, ich kandidiere nicht. Lukas, jetzt darfst du selber. Nein, ich kandidiere nicht. Ich kandidiere auch nicht. Und danke allen bisherigen Vorstandskolleginnen und Kollegen für die wunderbare Zusammenarbeit im abgelaufenen Jahr, wie aber auch allen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kolleginnen und Kollegen dieser Fraktion an den Stellen oder hinsichtlich des Supports, der es uns allen und auch mir ermöglichte, den stellvertretenden Vorsitz dieser Fraktion ein Jahr lang und zwei Monate, wie Joachim das zu treffen feststellte, bei 3 Jahren und 2 Monaten, ist es aber jetzt hier 1 Jahr und 2 Monate, wahrnehmen zu können. Es war mir eine Ehre, aber ich werde in diesem folgenden Jahr diese Vorstandstätigkeit nicht ausüben können. Vielen Dank. Ich kandidiere auch nicht. Der Form halber, ich kandidiere auch nicht. Ja, ich habe da kurz überlegt, aber das wäre blöd, wenn ich das machen würde, denn ich hoffe, eigentlich bestehe darauf, dass der neue Vorsitzende das so spielt, wie er es gespielt hätte und nicht, wie ich es gespielt hätte, und ihm da reinzureden würde überhaupt nichts bringen. Von daher, ich kandidiere nicht. Und jetzt bin ich gleich noch ein zweites Mal dran, weil ich bin der Proxy für den Dannebot. Der Dannebot hat mir vorher signalisiert, dass er wieder kandidiert. Er wird sich dann wundern, falls er gewählt wird, dass er nicht mehr stellvertretender PGF, sondern stellvertretender Fraktionsvorsitzender ist. Also ich kandidiere als Dannebot. Ich schiebe. Das hatten wir schon mal. Ja. Joachim kann das Mikro ausmachen, ich kandidiere nicht. Dazu mache ich das mit dem Wahlleiter zu gehen. Ich kandidiere nicht. Ich kandidiere natürlich nicht. Naja, ich kenne Michelle jetzt schon ein bisschen länger. Es gibt so ein paar Sachen, die man ihm immer zur Verfügung stellen muss im täglichen Leben. Und da ich ob dieser Dinge weiß, die ich jetzt nicht benennen möchte, würde ich da durchaus hilfreich zur Seite stehen wollen. Deshalb kandidiere ich. Ich kandidiere auch erneut als Fraktionsvize. Ich habe auf der Klausur schon ein bisschen was gesagt, sagst du die anderen aber gerne auch nochmal. Es gab natürlich auch Kritik an der Vorstandsarbeit und die ich mir annehmen werde, das war die Kommunikation nach innen. Wir haben jetzt für die Orga den Grumpy, wir haben für das Gesicht nach außen den Michel. Und für mich wäre es eine Aufgabe, die Kommunikation nach innen in die Fraktion zu optimieren. Ansonsten habe ich nicht erst auch während der Sommerpause, sondern insgesamt über unsere Fraktion nachgedacht und ich brenne. Ich habe mein ganzes Herzblut seit 2009 in diese Partei reingesteckt und war zwischendurch auch irgendwie am Zweifeln und hatte das alles noch Sinn. Und ich habe wieder den Kampfgeist und ich will in dieser Partei und in meiner Position dann als Fraktionsvize alles dafür tun und bis zum Letzten kämpfen, dass wir 2017 weiter hier politisch arbeiten können. Und dabei will ich vor allem Grumpy und Michelle dann auch aufs Heftigste unterstützen.
Danke. Ja, ich habe gerade noch mal mit dem Grammi gesprochen und wir sind beide der Auffassung, dass es keinen Sinn macht und deshalb kandidiere ich nicht. Ist da ein schlechter Freund? Ich hoffe nicht. Ja, okay. Ich kandidiere dann doch. Ja. Ich weiß, dass ich habe schon ein paar Sachen gesagt, die ich gerne so hier mal ändern möchte. Das würde ich dann gerne auch als stellvertretender Fraktionsvorsitzender angehen. Das ist auch organisatorisches, auch im Inneren. Ich weiß, dass es nicht beliebt ist, weil ich hartnäckig bin. Natürlich, wenn wir Mehrheitsentscheidungen treffen, keine Frage. Ich möchte aber, dass wir gut organisiert weitergehen. Ich möchte mit dem neuen FGF, den wir bekommen werden, zusammenarbeiten, mich da koordinieren. Ich bin für überlegte Konfrontation, nicht für Durcheinander und würde versuchen, ein ausgleichendes Element im Vorstand zu geben. Stelle mich somit zur Wahl. Vielen Dank dann an alle Kandidaten. Die, die nicht gesagt haben, die würden es nicht machen, sind damit alles Kandidaten, die bereits schon mal im Vorstand waren und eine entsprechende Erfahrung haben, nämlich Danebot, Toso, Simone und Frank. Die waren aber noch nie alle gleichzeitig im Vorstand. Und insofern haben wir jetzt die Aufgabe, eine entsprechende Auswahl zu treffen. Ja, ich hoffe, die Zettel werden schon vorbereitet. Wir haben also Hans-Jörg, Thorsten Sommer, Simone Brandt und Frank Herrmann auf diesen Zetteln stehen. Es ist eine Zustimmungswahl, also kreuzt bitte so viele an, wie ihr im Vorstand, also so viele an, wie ihr möchtet. Ihr könnt bei jedem ein Kreuz machen. Es müssen bei, wir sind immer noch 17, nehme ich an. Ich zähle gleich nochmal durch. Wir müssen also bei 17 neun Stimmen haben, damit dann das Quorum erreicht ist und dann kommen die ersten drei, die das Quorum erreicht haben, in den Vorstand. Haben wir nicht drei zusammen, machen wir noch einen Durchgang. So, dann warten wir auf die Zettel und hätten die Möglichkeit, noch Rückfragen zu beantworten zur Wahl oder zu den Kandidaten. Die Liste schließe ich jetzt. Jetzt können wir noch Fragen beantworten. Jetzt, wo wir Zeit haben, hier keine Fragen mehr. Hat noch jemand einen Veranstaltungshinweis? Wir haben am 15. September noch eine tolle Anhörung zum Thema autonomes Fahren, die wir beantragt haben, unser Antrag. Und autonomes Fahren, das sind Autoautos. Autoautos. Und wir sind dafür, dass die Autoautos den ÖPNV ergänzen. Und finden es toll, dass man im ÖPNV Zeitung lesen kann. Wir brauchen dazu kein autonom fahrendes Auto, aber autonom fahrendes Auto haben noch, Autos haben noch weitere Vorteile. Deshalb machen wir eine Anhörung dazu. Hat sonst noch jemand was Schönes? Darauf, das wird sich dann in der Anhörung hoffentlich ergeben. Wir werten beide Anhörungen zusammen aus. Ne? Ich sehe aber Zettel. So, ihr habt alle noch euren Stifte von eben. Das bedeutet, benutzt bitte die Stifte, die ausgeteilt wurden und zum Beispiel nicht diesen schwarzen Stift hier. Die vier, ne? Die vier, Simone Brandt, Frank Herrmann, Hans-Jörg Rohwetter, Thorsten Sommer. Das sieht gut aus. Das sind auch alle richtig geschrieben, soweit ich das sehe. So, das heißt einmal austeilen. Aber nur an die NBLs. Dankeschön. Anschließend zweimal falten und in die Urne stecken. Wir haben noch keine Stimmübertragung in unserer Satzung, keine Briefwahl und keine elektronische Abgabe fürs Internet. Das heißt, Danebot steht zwar drauf, er hat das passive Wahlrecht, aber nicht das aktive, gerade weil er nicht da ist.
Zerrissene, unabgegebene Stimmen, aber sonst. Haben alle ihre Stimme abgegeben? Gibt es noch jemanden? Mit den Armen wedeln bitte. Nein, dann ist der Wahlgang jetzt geschlossen. Und ich finde das super praktisch, dass mir das herangetragen wird. So, dann kippen wir das hier mal aus. Liebe Fraktion, wir haben ein Ergebnis.
Wir haben 17 abgegebene Stimmen. Wir sind auch 17 Leute hier. Das Quorum lag bei 9. Wir hatten keine ungültigen Stimmen. Und wir haben auch ein Ergebnis, was uns 3 Vorstandsmitglieder bringt. Und zwar, ich lese einfach alphabetisch von oben nach unten mal durch. Wir haben Simone mit 10 Stimmen. Herzlichen Glückwunsch. Frank mit 10 Stimmen. Herzlichen Glückwunsch. Hans-Jörg mit 12 Stimmen. Herzlichen Glückwunsch. Und wir haben Thorsten mit 8 Stimmen. Auch herzlichen Glückwunsch, du hast weniger Arbeit. So, jetzt frage ich nochmal Arai um. Simone, nimmst du die Wahl an? Ja, danke, ich nehme die Wahl an. Frank? Ja, ich nehme die Wahl an, bedanke mich für das Vertrauen. Ich weiß, das ist ein Vorschuss, aber wird erfüllt. So, Hans-Jörg. Ich weiß das noch nicht, aber als Proxy würde ich mal sagen, jo, ich nehme die Wahl an. So, im höchsten Zweifel müssen wir das nächste Mal nochmal wählen. Damit ist der Vorstand vollständig. Meine herzlichsten Glückwünsche nochmal an alle, die gewählt wurden und auch die nicht gewählt wurden, aber an den neuen Vorstand. Macht was Gutes draus, bringt uns hier weiter und bergauf. Und wir sehen uns wieder bei Spaceballs. Ich glaube, bei Spaceballs 2 gab es nie, aber wir sehen uns wieder. So, alles klar. Dann kann es ja losgehen und mit großem Tatendrang machen wir weiter mit der Fraktionssitzung. Grumpy. Vielen Dank, Creon. Damit sind wir am Ende von Top 3. Die Vorstandswahlen sind abgeschlossen. Es geht dann jetzt zu Top 4, die Abstimmung über nicht öffentliche Teile. Da habe ich direkt 2 Nachfragen. Für die nicht öffentlichen Teile haben wir zum einen von Frank einmal die schon eingangs erwähnte Besetzung der Fraktionsposition des Beirats der Abschiebeanstalt Büren. Und da habe ich vorweg erstmal kurz die Frage bezüglich des Zeitfensters. Schaffen wir das in max 20 Minuten, wäre die Frage. Okay, 20 Minuten für Top 1 NÖ, das wäre fraktionsöffentlich. Und dann haben wir einmal über Dietmar das Thema der Betriebsvereinbarung. Da ist die Frage, schaffen wir das in grob einer halben Stunde? Also wenn es nach mir geht, ja. Okay. Also angesichts des wahrscheinlich bestehenden Diskussionsbedarfs, okay. Aber eher eine Dreiviertelstunde. So, okay, das heißt, wir wären dann bei ungefähr, was hat man jetzt gesagt, eine halbe Stunde, Dreiviertel, ja, machen wir mal, sicherheitshalber, wird knapp anderthalb Stunden, ich weiß, einige haben Folgetermine. Genau, du hast eine Frist für die Enquete-Kommission, von daher verabschiedet sich Joachim, das hat hier nichts mit Trauer oder so zu tun. Er muss noch etwas für die Enquete des wirtschaftlichen Wandels vorbereiten. Genau. Wir machen mal sich jetzt aber 90 Minuten nicht öffentlicher Teil. Gibt es dazu Gesprächsbedarf? Nicht. Das heißt, wir machen einen nicht öffentlichen Teil von 90 Minuten. Spricht sich dagegen jemand dagegen? In 5 Minuten abschalten hier bei mir, aber das ist eine andere Frage. Okay, dann machen wir also einen nicht öffentlichen Teil, unterteilt in fraktionsöffentlich und rein abgeordnetenöffentlich, wenn wir mit Top 8 durch sind. Kommen wir damit zu Top 5, ist ein weiterer Satzungsänderungsantrag und jetzt sehe ich ein kleines Problem. Ich zähle mal gerade durch. 12. Wir sind 12 Personen, demzufolge nach, wir benötigen ein Quorum von 13 MDL, um einen Satzungsänderungsantrag entsprechend behandeln zu dürfen. Demzufolge nach stelle ich Top 5 zurück und gehe ganz kurz auf Top 6 ein. Es geht um die Anträge für das nächste Plenum.
Es liegt ein bereits eingereichter Antrag aus der Sommerpause vor, der behandelt den Bereich der Games-Community bzw. der Förderung von, nicht der direkten Förderung, sondern der Anfertigung einer Studie im Bereich Games-Development. Simone, möchtest du dazu ein paar Punkte sagen? Wir haben den ja schon positiv verabschiedet und auch schon eingebracht. Es ist ganz einfach nur... Okay. Also, wir haben ihn ja schon vorgestellt und auch in der Presse entsprechend verteilt. Das war jetzt halt einfach nur, weil dies ist natürlich jenseits der Frist von Freitag. Das hat ja damit nichts zu tun. Genau, aber also ich kann da gerne noch Fragen zu beantworten. Es geht ja insgesamt darum, dass die sogenannte NACE-Klassifizierung noch nicht haben als Entwickler, sondern die werden entweder bei den Spielevertrieblern eingeordnet oder bei der Softwareentwicklung. Und beides trifft es ja nicht genau. Und ähnlich wie bei der Filmförderung, der Musikförderung, möchten wir auch, das ist ja auch Teil unseres Wahlprogrammes, dass die Game-Entwicklung auch Förderung bekommen kann im Sinne einer Kulturförderung. Und das geht erst, wenn die ihre eigene, das ist anstrengend, wenn die ihre eigene NACE-Klassifizierung haben. Dazu müssen natürlich erstmal statistische Daten erhoben werden, nämlich wie viele Leute arbeiten da, was verdient und so weiter, was eben alles im Antrag drinsteht. Und erst danach kann es eben zu einer solchen Förderung kommen. Könnte ich noch dazu sagen? Das Ganze ist entwickelt worden mit einem der Geschäftsführer der Game e.V., der da eben auch den dringenden Bedarf sieht. Ja, wenn noch Fragen sind, gerne. Ansonsten denke ich, das Ding ist ja gegessen. Okay, weitere Anträge habe ich nämlich momentan noch nicht vorliegen. Ich habe gestern in der Referentenrunde auch darauf hingewiesen, es gibt mehrere Dinge in der Pipeline, unter anderem auch noch in Abhängigkeit zu einem Urteil, welches heute vor dem Landesverfassungsgericht in Münster gefällt wird, im Bereich Hochschule. Wir sind da bereits dran und es gibt noch ein anderes Thema im Bereich natürlich Datenschutz auf Landesebene. Die Sachen sind halt mehr oder weniger gerade in der Entstehungsphase und ich möchte nur daran erinnern, dass die Frist für Freitag 12 Uhr bindend ist und höchstens der Vorstand dann am kommenden Montag entscheidet, wenn Anträge nach dieser Frist eingegangen sind, ob sie zugelassen werden oder nicht. Es sind jetzt 13. Frank? Kurze Frage zu Anträgen bzw. in die Runde zu Themen. Wir haben ja nach wie vor intensive Debatte, also Diskussion im Land zum Thema Flüchtlingsunterbringung, überhaupt halt Umgang mit dieser Thematik. Wir haben hier als Piraten eine ganze Menge Anträge schon gemacht, die letzten zweieinhalb Jahre. Auch noch aktuell Dinge, die laufen, auch sehr gut, Thema Flüchtlingsbeauftragte zum Beispiel. Frage wäre, wir sind mit dieser Thematik beschäftigt. Wir haben eine Unterrichtung der Landesregierung im nächsten Plenum. Wir werden da ganz intensiv darüber reden. Es gibt grundsätzlich auch Ideen zu weiteren Anträgen. Inwieweit ist hier gewünscht, dass wir in diese Richtung weitergehen? Das wären auch Anträge, die aber wieder in den Ausschüssen beraten werden und so weiter. Gibt es da ein Feedback oder wie weit sollen wir da weiterarbeiten? Wenn ich kurz, Olaf meldet sich, sehr gut, Olaf. Ist schon. Nee, geht es an. Ich persönlich würde sagen jetzt erstmal, ja, so viel wie möglich, weil das ist ein Thema, mit dem werden wir zumindest in der Öffentlichkeit zurzeit wahrgenommen. Wir gelten dann wohl, soweit ich es beurteilen kann, mit als die, denen man jetzt an der Stelle zumindest auch eine gewisse Ehrlichkeit abkauft, ja, was jetzt zum Beispiel eine CDU oder eine FDP nun mal eben auch nicht hinkriegt auf der Position, egal wie sehr sie jetzt das kritisiert, dass die schlecht untergebracht werden. Und diesen Öffentlichkeitsbonus, den wir da haben und damit auch eine Aufmerksamkeit auf uns lenken, auf jeden Fall. Das ist ein
allein schon aus dem Grund jetzt, ne? Also das ist einmal taktisch sehr, sehr wichtig. Gut, das Thema ist wichtig, aber das ist ja immer noch eine andere Frage. Ich gehe jetzt nur mal von der taktischen Überlegung her aus. Und von der taktischen Überlegung her würde ich sagen, auf jeden Fall, weil damit werden wir zurzeit am ehesten wahrgenommen, außerhalb von Kernthemen, sage ich mal. Ich wollte mich kurz selber, hatte ich mich schon mit drauf gesetzt. Ich sage ja, denn wie Olaf es gerade schon sagte, wir sind da eigentlich mehr oder weniger seit 2012, seitdem wir hier drin sind, sind wir in diesem Bereich tätig. Und Beharrlichkeit zeigt sich aus. Und auch mit den kleinen Dingen in diesem Zusammenhang kann man über lange Strecke Punkte machen, wie ich finde. Von daher einfach dranbleiben. Daniel? Ja, im Wesentlichen das, was ihr beide gesagt habt. Unsere Anträge sind ja im Wesentlichen nicht umgesetzt bislang, ne, die wir eingebracht haben. Unsere Anträge wissen wir jetzt alle und sollten auch die regierungstragenden Koalitionen wissen, hätten uns an der einen oder anderen Stelle geholfen. Insofern legen wir gewisse Punkte daraus selbstverständlich wieder vor und geben denen einfach auch nochmal eine zweite Chance, gute Dinge zu tun. Okay. Michel, noch als Letztes. Ja, machen, bitte verbinden mit dem, was wir als Ziele festgelegt haben. Ich glaube, dass das bei Flüchtlingen gar nicht so schwer ist. Danke, Michel. Frank, ja, nehme ich so mit und ich möchte Signal mitgenommen. Auf gar keinen Fall so verstanden wissen, dass das jetzt eine Frage, hören wir auf. Also das tun wir natürlich auf gar keinen Fall. Nur intensiv mit Anträgen arbeiten in den Ausschüssen ist halt immer noch mal eine Schippe drauf und ganz kurze Korrektur, umgesetzt worden ist noch nichts, ist nicht ganz so richtig. Es sind einige Dinge umgesetzt worden, aber immer zu spät, immer danach. Ja? Und nicht, wann es hätte sein sollen. Okay, danke schön, Frank. Ich fände es toll, wenn auch alle MDL dann jetzt noch mal bis Freitag, was die inhaltlichen Anträge betrifft, mit in den entsprechenden Referaten sprechen. Creon. Gib mir nur einen Satz. Wir haben die letzten Wochen einen Antrag zum Landesluftverkehrskonzept vorbereitet und ja auch einen Bumble dazu gehabt. Und das kommt auch. Und Rohversion kann bei uns schon eingesehen werden, beziehungsweise im Pad. Wir haben ein Pad dazu. Das Pad kannst du ja dann später vielleicht nochmal rumschicken, da nochmal ein bisschen die Werbetrommel rühren. Denn am Freitagabend werden wir unser Antragsmumble machen, 19 Uhr, wo wir die Anträge besprechen werden und bei Beschlussfähigkeit dann bereits abstimmen und bei Nichtbeschlussfähigkeit diese dann am kommenden Dienstag in einer sehr schnellen Sitzung entsprechend beschließen oder halt ablehnen. Damit würde ich sagen, sind wir mit Top 6 durch. Jetzt kommt Nico noch ganz kurz. Ich weiß nicht, zum Antrag Netzneutralität hatten wir noch nichts zugesagt. Ich es, weiß nicht, ob es vielleicht auch. Ich möchte nur anmerken, dass wir noch einen Satzungsänderungsantrag haben. Dann warte ich jetzt seit 10 Minuten und ich muss seit längerem los. Ja, dann machen wir halt keine Netz. Dann stellen wir das jetzt, Nico, wenn du nichts dagegen hast, stellen wir das zurück. Wir schließen vorübergehend Top 6, die Anträge für das nächste Plenum, und kehren zurück zu Top 5. Es handelt sich um eine Satzungsänderung, die entstanden ist auf der vergangenen Klausur der Fraktion. Ich lese es sicherheitshalber einmal kurz vor. Bisher sind die Ergebnisse einzelner Klausurtagungen, die regulär nicht öffentlich geführt werden, nicht bindend und müssen anschließend sowohl nicht öffentlich als auch partiell öffentlich bestätigt werden. Bei internen, eindeutigen formellen Beschlussvorlagen ist dies ein zusätzlicher Zeitaufwand, der sich durch eine formale Erweiterung der Fraktionsversammlungen nach § 8 der Satzung der Piratenfraktion NRW einsparen lässt. Nach nicht unerheblicher Diskussion bei Beteiligung von 100% der Anwesenden auf der Klausurtagung der Fraktion am 13.08.2015 ergab sich folgendes Meinungsbild und es war tatsächlich einfach überwiegend positiv. Der Änderungsvorschlag lautet: Klausurtagungen sind nicht öffentliche Fraktionsversammlungen, deren Beschlüsse intern protokolliert werden. Auf Beschluss nachfolgender Fraktionsversammlungen können Teile des Protokolls veröffentlicht werden. Dies ist als Absatz 6 an § 8 hinzuzufügen, wurde sehr ausführlich debattiert. Und von daher möchte ich nur daran erinnern, dass wir
nicht allzu viel Diskussionsbedarf dann im Anschluss mehr sahen. Und ich sehe die Wortmeldung von Moni. Bitte. Ja, ist eigentlich nur eine Nachfrage. Für mich war die Diskussion auf Klausurtagungen der Fraktion bezogen. Jetzt hatte ich im Nachhinein gehört, das gelte jetzt auch für Fraktionsklausurtagung, Fraktion LAFU. Und da hätte ich gerne einfach eine Klärung, weil für mich war das sinnvoll für Fraktionsklausurtagung, also nicht für andere. Ich hätte das gerne nur dann klargestellt, was damit gemeint ist. Michel? Ja, zwei Dinge. Erstens, die Änderung nicht öffentliche Fraktionsversammlung würde ja dazu führen, dass man beschließen darf. Zweitens, Beschlüsse protokollieren, das halte ich für den ganz, ganz wichtigen Part, weil im Moment passieren auf Fraktionsklausuren einfach Dinge, die derjenige, der nicht da war, gar nicht mitbekommt. Ich fände es super, wenn das, was da besprochen wird, eben auch zumindest intern so protokolliert ist, dass diejenigen das auch mitbekommen, die nicht da sind. Dass wir hinterher Teile davon veröffentlichen können, finde ich auch gut, weil wenn man Dinge veröffentlicht, zum Beispiel wie politische Zielsetzung oder so, warum sollte man dann das nicht irgendwann auch öffentlich machen? Das mit den Klausurtagungen, ja, Moni, ich hatte diesen Einwand auch im Hinterkopf. Allerdings, Klausurtagungen, die nicht öffentliche Fraktionsversammlungen sind, wo dann plötzlich von außen jemand reinkommt, der dann mitbeschließt, können ja von dieser Satzung gar nicht mehr erfasst werden. Und von daher kann das nur für Fraktionsklausuren gelten. Vielen Dank, Michel. Gibt es hier weiteren Redebedarf, Rückfragen? Okay, da keine weiteren Fragen kommen, würde ich ganz gerne dann in diesem Fall über diesen Satzungsänderungsantrag abstimmen lassen. Wer für die Änderung von Paragraph 8 Absatz für die Änderung von Paragraph 8 um die Erweiterung von Absatz 6 dem zustimmen möchte, der möge dies jetzt per Handzeichen nun tun. Da wir namentlich protokollieren, bitte einen Moment warten. Vielen Dank. Wer stimmt gegen diese Satzungsänderung? Oh, Verzeihung. Ich wiederhole das, die Protokollantin beschwert sich zu Recht. Bitte noch einmal kurz die Zeichen der Leute, die für die Satzungsänderung sind. Stefan, du warst, glaube ich, gerade eben auch mit bei den Befürwortern, oder? Okay. Dann. Okay. Vielen Dank. Dann bitte noch einmal ganz kurz die Gegenstimmen. Gab es die Möglichkeit für Enthaltungen von der Anzahl der Anwesenden? Nein. Somit stelle ich fest, der Satzungsänderungsantrag für Paragraph 8 Absatz 6 wurde positiv angenommen. Oder? Moment, 12? Ich dachte 13. Waren es 12? Moment. Oh, ich muss mich korrigieren. Stimmt. Ich habe 12 Zustimmungen gezählt, aber es wäre unerheblich. Egal, ob es 11 oder 12 sind, ich muss mich korrigieren. Es braucht 13 Stimmen. Von daher ist diese Satzungsänderung nicht zustande gekommen. Ich möchte mich inhaltlich bei allen bedanken, die mir geholfen haben, diese Satzungsänderung für diese Sitzung vorzubereiten. Ich würde gerade sagen, die würde ich jetzt jede Woche. Und Top 6 haben wir ja gerade behandelt und dann aber kurz unterbrochen. Nunmehr möchte ich darauf hinweisen, dass wir jetzt noch einmal zu Top 6, den Anträgen für das nächste Plenum, zurückkehren. Und ich würde ganz gerne dem Tyler Durden das Wort übergeben.
Ja, dann können wir kurz machen. Es geht um erneuten Antrag zur Netzneutralität. Wir hatten das Thema schon mal behandelt, auch einen entsprechenden Antrag gestellt. Darauf baut jetzt ein neuer Antrag auf. Der aktuelle Anlass ist der Vorschlag der EU-Kommission, also zum Thema Netzneutralität. Die wollen die STIKUM begraben, insbesondere in Person von Herrn Oettinger. Und ja, werden sich alle über den Pseudo-Nebenkriegsschauplatz Panoramafreiheit freuen, wird das viel wichtigere Thema Netzneutralität gerade versucht zu beerdigen. Und da wollten wir jetzt nochmal einhaken und in dieser Phase die Diskussion nochmal klar machen, wofür wir stehen. Also inhaltlich keine Überraschung, ich wollte es nur ankündigen, kommt dann. Ich muss auch mit Lukas und mit Daniel sprechen, ging jetzt wegen der Sommerpause nicht so schnell, wie ich das wollte. Vielen Dank, Nico. Ich finde es großartig, auch den europäischen Ball können wir da halt mal spielen. Gab es dann für die Anträge jetzt noch einen weiteren Punkt? Nicht. Okay, dann sind wir mit Top 6 durch. Ich muss mal ganz kurz durchzählen. Wir sind noch 11 Abgeordnete, von daher sind wir noch beschlussfähig. Ich wollte dies nur einmal ganz kurz zu Protokoll gegeben haben. Zwischenzeitlich mussten Dietmar, Birgit und Toso den Saal verlassen. Dann kommen wir zu Top 7. Das sind die Umlaufbeschlüsse der vergangenen paar Wochen sozusagen über die Sommerpause hinweg. Mein zeitliches Problem stand darin heute Morgen, dass ich ärgerlicherweise vergessen habe, die Sachen reinzukopieren. Es gibt im Augenblick keine laufenden Umlaufbeschlüsse. Ich prüfe das gerade eben noch einmal rasch nach. Und es gibt auch keinen entsprechend gescheiterten Umlaufbeschluss. Das flüstert mir auch gerade der Kreon netterweise zu. Ich werde das protokollarisch im Anschluss an diese Sitzung nachreichen. Dann sind wir mit Top 7 auch durch. Jetzt haben wir 12.15 Uhr. Anderthalb Stunden wird knapp. Gibt es für Top 8 etwas ganz Dringendes, Wichtiges? Das ist, Top 8 wäre der Bereich Sonstiges momentan, außer der Sachen, die halt noch für die nächste Fraktionssitzung bereits mit in der Pipeline sind, wie diverse andere Satzungsänderungsanträge, eine Geschäftsordnung für Fraktionssitzungen und so weiter. Und so besprochen haben. Einmal Lukas, bitte. Kurze Nachfrage, wie du das siehst, der Satzungsänderungsantrag geschlossen werden konnte, kommt der automatisch nächste Woche auch nochmal rein oder soll ich den separat stellen? Zum einen würde ich ihn aufgrund, also es war nicht mangels Menschen und auch nicht mangels Teilnahme, sondern er ist halt regulär abgelehnt worden. Ich würde aufgrund des Ergebnisses überlegen, diesen dann erst einmal wieder intern zur Diskussion zu stellen, entsprechend zu überarbeiten oder eine Alternative direkt mit vorzuschlagen und von daher den automatisiert, nur weil er abgelehnt wurde, auf die Tagesordnung zu setzen, sehe ich jetzt nicht die nötige Dringlichkeit. Michel. Ich möchte den Vorschlag machen, dass wir diesen Satzungsänderungsantrag im Hinterkopf behalten und ihn tatsächlich nochmal besprechen und dann nochmal abstimmen, und zwar in der Sitzung vor der nächsten Klausurtagung. Ich glaube, das gab dann genug Zeit zu diskutieren. Ich sehe es ähnlich wie Lukas. Ich habe das Gefühl, dass bei den Leuten, die jetzt nicht da waren, die waren ja auf der Klausurtagung, wir haben gesehen, es gab eigentlich Zustimmung. Aber wir wollen auch nicht einfach nur abstimmen, bis das Ergebnis stimmt, und deswegen bitte nicht einfach nächste Woche nochmal bringen und hoffen, dass da dann zugestimmt wird, sondern es scheint Kritik daran zu geben, die sollten wir uns anhören, und dann können wir den vor der nächsten Klausurtagung ja nochmal beschließen. Uni, Mikrofon bitte. Ich habe noch eine Kleinigkeit zum Punkt Sonstiges, jetzt, wenn das abgeschlossen ist, jetzt die Diskussion. Okay, Day. Ich bin
ich bin da bei euch. Also wir können das gerne nochmal abstimmen. Ich habe ja auch gerade dafür gestimmt und hätte gedacht, dass wir den hier durchstimmen können. Mir ist jetzt nur unklar, also wir machen das ja oft, dass wir sagen, ja, dann warten wir mal auf die Eingaben, die da so kommen und irgendwann stellen wir den wieder zur Abstimmung. Wenn sich jetzt keiner hier den Hut aufzieht und das irgendwie versucht, möglicherweise auch zu verbessern, mit Birgit, mit Tose zu sprechen, was jetzt deren Problem vielleicht mit dem Antrag ist, dann werden wir halt kurz vor der nächsten Klausurtagung genau den gleichen Antrag wieder abstimmen. Das ist halt möglicherweise nicht zielführend, es sei denn, es ist dann einfach ein anderes Mehrheitsverhältnis dann da. Also ich würde tatsächlich einfach darum bitten, dass jemand sich da den Hut aufzieht. Wenn das keiner machen mag, dann mache ich das meinetwegen. Aber mir ist es recht gleich. Dann mache ich das. Ihr dürft auch gerne Teams bilden. Es ist ja nur so ein Vorschlag zur Güte. Moni, bitte. Mikrofon, bitte. Ich möchte daran erinnern, dass am Donnerstag Themenmangel ist und ich habe bisher keine Vorschläge dafür. Vielen Dank für diesen äußerst sachdienlichen Hinweis. Wer also ein spontanes Thema haben möchte für das Themenmangel am kommenden Donnerstag, das letzte Themenmangel war, glaube ich, im Bereich der Luftverkehrskonzepte. Von daher ja, ich habe irgendetwas im Nacken. Und von daher wäre es toll, jemand würde sich noch schnell etwas für Donnerstag überlegen. Ganz dringend. Ingo hat eine Anmerkung dazu. Ich schlage einfach das Thema neuer Vorstand und Zukunft der Fraktion als Thema vor. Ich denke, nach der Wahl heute macht es durchaus Sinn, die Basis abzuholen und sich als neuen Vorstand zu präsentieren und für Reden und Fragen und Antwort zu stehen und die Basis einzuholen. Michelle, war das eine Wortmeldung? Nur kurz? Okay. Michelle. Ja, ich hätte Ähnliches gesagt. Jetzt das Problem, Donnerstag ist dieser Sommerempfang der Piraten in Köln. Ich könnte, und das werde ich dann gleich auch machen, ich glaube, das kann man pragmatisch lösen, indem ich frage, ob ich von Köln aus auch mammeln kann, ob es da eine Möglichkeit gibt. Das ist ja bei denen da im Rathaus, wenn ich das richtig verstanden habe, da wird es sicherlich ein Zimmer geben, wo ich mich hinsetzen kann. Dann würde ich da auch zur Verfügung stehen. Ich kläre das gleich ab. Ich möchte da konstruktiv den Vorschlag des Plumble machen. Das ist der mobile Android-Client. Funktioniert bei mir sogar mit Edge. Aber nun gut, wir kriegen das irgendwie hin. Und ansonsten, wenn niemand etwas dagegen hat, möchte ich dann auch jetzt einmal, es gibt eine Gegenmeldung, ja. Ingo? Ach so. Okay, dann noch einmal ganz kurz Ingo für Sonstiges. Thema Sonstiges, das ging heute Morgen in der gebührten Eile etwas unter. Was wir bezüglich unserer Anträge, Plenum und Videos vorhaben, wollte ich nochmal die Gelegenheit nutzen, da näher darauf einzugehen. Die Erfahrung in den vergangenen Monaten und vergangenen Plenarphasen hat gezeigt, dass wir gelegentlich Video-Statements zu unseren eigenen Anträgen hergestellt haben. Das gelegentlich hat verschiedene Ursachen. Eine Ursache wollen wir jetzt zukünftig ausschließen, nämlich dass wir uns jetzt ab sofort auferlegen, mindestens ein Video pro Plenum machen zu wollen und zu müssen und dahinterher zu sein. Wir haben uns jetzt in der vergangenen Sommerpause einige Gedanken gemacht, wie wir das umsetzen wollen. Wir schlagen vor, dass ihr MDL bei den Antragsmambel von vornherein festlegt, nachdem ihr die Anträge besprochen habt, okay, welcher wird so-called der Videoantrag. Und dieser MDL wird dann direkt am Montag nach der Fraktionsmammelsitzung von Jaroslav verhaftet und verfolgt auf Schritt und Tritt, und zwar so lange, bis das Video online ist. Ich halte es für durchaus möglich, theoretisch und auch praktisch, dass wir in der Lage sind, ein Video zu produzieren für einen Antrag. Da sind wir halt eben auf die Unterstützung der entsprechenden MDL angewiesen. Und von daher unser Appell, unsere Bitte, unser Vorschlag, entscheidet ihr in der Fraktionsmambel nach Abstimmung sämtlicher Anträge, welcher soll denn jetzt der Videoantrag sein.
wenn es zwei sind, nachher umso besser. Jaroslav hat zugesichert, dass er auch durchaus in der Lage ist, bis zum Plenum dann zwei oder vielleicht sogar auch drei Videos herzustellen. Aber ich finde, wir sollten in der Lage sein, einen MDL zu finden, der zu einem Antrag nachher ein Statement abmacht. Danke. Vielen Dank, Ingo. Ich befürworte das ja ganz eindeutig. Jetzt ist es so, ich möchte gerne unseren ersten Landesvorsitzenden... Müssen wir das beschließen? Das müssen wir nicht. Wir machen das per Umlauf, okay? Es wird so sein. Wir kriegen das schon hin. Nun denn, sei es drum. Ich möchte gerne hier und heute jetzt den Landesvorsitzenden des Landesverbandes der Piratenpartei NRW kurz das Wort geben und er wird jetzt wahrscheinlich mir entsprechend einen über den Dassel geben. Nee, gibt keinen auf den Dassel. Der Ingo hat es eigentlich schon vorweggenommen, aber ich würde es ganz gerne nochmal offiziell an der Stelle machen. Ich würde gerne den Fraktionsvorstand, den neuen gewählten, an der Stelle auch nochmal Glückwunsch in die Vorstandssitzung am Donnerstag einladen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich zuschalten kannst, Michelle. Dass ihr euch mal vorstellt, dass ihr ein bisschen erzählt, was ihr so vorhabt, vielleicht auch ein bisschen aus der Klausur erzählen, was da so passiert ist, das interessiert die Leute und wir haben ja da doch immer eine recht große Zuhörerzahl und wir haben ja am Donnerstag nochmal ein Treffen bezüglich der Fraktions-LAFO-Klausur. Da würde ich mich dann auch freuen, dass wir dann nochmal quatschen, dass wir dann eben am Samstag dementsprechend TO haben und vorbereitet sind. Ja, das war es eigentlich schon. Genau, Freitag. Ja. Creon hat eine Anmerkung. Da ja der Michel gerade sehr beansprucht wird für den Donnerstag. nur drei Termine auf einmal. Ich persönlich wäre gerne auf dieser Kölner Veranstaltung gegangen, auf das Sommerfest der Kölner Piraten im Rat. Habe leider auch eine Parallelveranstaltung. Selbst wenn in Köln ist, kriege ich das nicht hin, gleichzeitig dort zu sein. Ich finde es aber wichtig, dass da MDLs auftauchen. Deshalb vielleicht denn deshalb nochmal in die Runde, wenn Michel nur zum Händeschütteln da ist, weil er sonst beschäftigt ist. Selbst wenn er unsere netten Fahrscheinlos-Kataloge mitnimmt, vielleicht ein Appell ist darüber nachzudenken, nach Köln zu fahren an die anderen MDLs. Ich finde das schön. Ihr dürft dann sozusagen Grüße von mir ausrichten. Okay. Frank, bitte. Ja, ich wäre dabei zur Unterstützung, Michelle. WLAN ist allerdings schwierig. Es gibt nur einen Innenstadt-Hotspot, aber da wird dran gearbeitet, dass man in Köln, wir reden jetzt gerade über Köln, das, weil das in einem alten Rathaus stattfindet, dicke Mauern und so. Es wird aber vorbereitet. Irgendwas wird vorbereitet. Nun gut. Damit sind wir am Ende von Top 8 und sind somit auch am Ende des öffentlichen Teils. Ich möchte mich ganz herzlich für die Fairness von allen heute hier Beteiligten bedanken und somit würde ich dann vorschlagen, verabschiede ich mich oder wir uns für diese Woche. Wir sind nächste Woche wieder hier am Dienstag, wenn es heißt Satzungsänderungsanträge ja oder nein. Plus jeder Menge Vorstellungen. Wir werden im nicht öffentlichen Teil versuchen, Fraktionsgeschäftsführungskandidaten in den MDL vorzustellen. Wir werden in Rücksprache mit dem Innenministerium die Kandidatin Frau Block für die Position der Landesdatenschutzbeauftragten hier zu Gast haben. Und wir werden dann natürlich sollte es nötig sein, noch weitere Anträge in der kommenden Sitzung beschließen für das kommende Plenum und die Haushaltsdebatten. Von daher erstmal vielen Dank an alle und dann gehen wir jetzt in die Fraktions-nicht-öffentliche Sitzung. Vielen Dank.
Dankeschön.